Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Da sind wir auch schon wieder auf meinem kleinen, aber feinen, aber doch sehr leinhaften Literaturkritik-Kanal zur großen Neujahrsgala. Ich habe dieses Jahr 90 Bücher gelesen und all diese Bücher möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Das Ganze machen wir wie jedes Jahr in aufsteigender Reihenfolge von den Büchern, die mich weniger begeistern konnten, hin zu den Büchern, die mir mein Herz geklaut haben. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal ein ganz großes Fazit aus diesem Lesejahr mitgeben, nämlich mein allergrößtes Fazit ist, nach so vielen gelesenen Büchern und jetzt inzwischen fast 3 Jahren Booktube kann ich eigentlich nur eines sagen: Bücher sind einfach wunderbar. Bücher sind so toll und ich komme einfach, je mehr ich lese, desto weniger komme ich drauf klar, wie toll Bücher eigentlich sind. Aber dann geht's los, Leute. Ich stelle euch die Bücher vor, mit denen ich 2022 meine Freizeit verbracht habe. Ich werde euch jeden Lesemonat unten in der Infobox verlinken und ich werde euch zu jedem Lesemonat dazu schreiben, welche Bücher ich in diesem vorstelle. Wenn euch ein Buch näher interessiert, könnt ihr dann gerne bei der ausführlichen Rezension vorbeischauen. Aber dann wünsche ich euch und mir sehr viel Spaß mit all den Büchern, die ich im letzten Jahr gelesen habe. Wir starten ganz entspannt mit den Rereads, das heißt, das sind Bücher, die ich schon mal in meinem Leben gelesen habe und im Jahre 2022 dann nochmal gelesen habe. Und im weitesten Sinne ein Reread ist Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß von Hiromi Kawakami und Jiro Taniguchi. Das ist die Comic-Adaption von Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß. Und wenn ihr schon ein paar Tage länger mit dabei seid, wisst ihr vielleicht, Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß ist eins meiner allerliebsten Bücher. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, die Comic-Adaption hat mir diese Geschichte nochmal auf eine ganz andere Art und Weise näher gebracht und es hat mich noch viel mehr daran erinnert, wieso ich diese Geschichte so sehr liebe und es hat mir eben ganz neue Perspektiven dieser Geschichte gezeigt. Und das, obwohl ich Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß so, so sehr liebe und auch schon mehrmals gelesen habe in meinem Leben, war diese Comic-Adaption doch nochmal eine Bereicherung. Und als nächstes würde ich sagen, befassen wir uns mit den Reihen, die ich dieses Jahr weitergelesen habe, beziehungsweise den Reihen, die ich dieses Jahr komplett durchgelesen habe. Und an erster Stelle möchte ich natürlich über die eine Reihe reden, die mich seit April 2021 begleitet. Die Rede ist natürlich von der Filiasson-Saga. Ich habe im Jahre 2022 den 7. Band gelesen, Rosentempel, den 8. Band Elfenkrieg, den 9. Band Echsengötter, den 10. Band Nebelinseln und den 11. Band Elfenkönig. Wenn ihr meine Lesemonate verfolgt, wisst ihr, wie viel Liebe ich für diese Reihe übrig habe und ihr wisst vielleicht auch, wie oft ich sage, dass ich eigentlich kein Fantasy-Leser bin und schon gar nicht High-Fantasy-Leser bin, aber wie mich diese Reihe einfach von Anfang an in seinen Bann gezogen hat und ich mir einfach niemals vorstellen konnte, mit einer Fantasy-Reihe, mit einer solch üblen High-Fantasy-Reihe so viel Spaß zu haben. Wir befinden uns ja hier auf großer Wettfahrt. Beorn der Blender und Filiasson wollen endlich klären, wer der König der Meere ist. Und um das zu klären, stellen sie sich eben 12 verschiedenen Aufgaben. Diese Aufgaben sind nicht ohne und führen uns eben in das weite Reich Aventuriens, in die verschiedensten Ecken Aventuriens. Und so kommt es eben dazu, dass wir die verschiedensten Umgebungen kennenlernen, die verschiedensten Wesen kennenlernen, verschiedenste Arten von Magie kennenlernen und dadurch ergibt sich eben so eine farbenfrohe, vielfältige und prächtige Fantasiewelt, dass ich gar nicht genug davon bekommen kann. Trotzdem, dass die Fantasywelt hier so atemberaubend ist und die einzelnen Elemente, die hier zusammenkommen, diese Fantasy-Reihe so unfassbar spannend machen, muss ich doch sagen, dass ich vor allem mein Herz an die Protagonisten in diesen Bänden verloren habe. Wir haben niemanden, der perfekt ist. Wir haben wirklich ausgefeilte Protagonisten, an denen man merkt, dass sie was durchmachen, an denen man merkt, dass sie reifen. Ich kann gar nicht aufhören, über die Reihe zu schwärmen, aber ich denke, das habt ihr schon gemerkt, deswegen ganz, ganz große Liebe für diese Reihe. Ich habe die einzelnen Bände zwar nicht immer mit 5 Sternen bewertet, aber müsste ich die Reihe jetzt im Großen und Ganzen bewerten, würde diese Reihe von mir einfach, ohne dass ich den letzten Band kenne, 5 Sterne bekommen.
Und die nächste Reihe, die ich im Jahre 2022 beendet habe, ist die Quendel-Reihe. Hierbei handelt es sich um eine Trilogie. Ich las Quendel, den ersten Band, Windzeit, Wolfszeit, den zweiten Band. Und im Dezember habe ich dann Quendel über die Schattengrenze, den dritten Band, beendet. Die ersten zwei Teile habe ich tatsächlich als Hörbuch gehört und den letzten Band habe ich dann selbst gelesen. Ich denke, ihr werdet es schon hier und da gehört haben. Quendel ist wirklich ein Slowburn und Quendel ist wirklich was für Menschen, die gerne in fremde Welten abtauchen, aber um der fremden Welt willen in Welten abtauchen und nicht unbedingt, um auf jeder Seite Mord und Totschlag zu haben oder nicht unbedingt, um ständig durch irgendwelche finsteren Wälder zu rennen. Das haben wir hier zwar auch zwischendurch, aber bei der Quendel-Reihe verharrt man doch sehr oft in verschiedensten Momenten und hat eben eine sehr detaillierte Beschreibung der Umgebung, eine sehr detaillierte Beschreibung der verschiedenen Quendel und anderen Wesen, die sich da im Hügelland rumtreiben. Und Caroline Ronnefels Schreibstil ist einfach sehr nährstoffreich. Um was geht's? Wir haben hier den Kartografen Bulrich Schattenbart. Er ist ein Quendel und er lebt eben im Hügelland. Und wie es ein guter Kartograf eben so macht, ist er bemüht, das Hügelland zu kartografieren. Ein ganz bestimmtes Gebiet fehlt ihm dabei noch, nämlich der Finster. Der Finster ist ein finsterer Wald, das gibt der Name schon her. Aber es gibt doch sehr viele Mythen und Sagen, was den Finster angeht. Deswegen traut sich keiner so wirklich ran an den Finster. Aber Bulrich Schattenbart ist mutig und möchte eben den Finster kartografieren. Und dann geht Bulrich Schattenbart verloren. Im Verlauf der drei Bände kommt es natürlich noch zu anderen Begebenheiten und anderen Ereignissen, die die Welt der Quendel komplett auf den Kopf stellt und die eben klar macht, dass hier ganz große alte Mächte im Spiel sind, die eben nach den Seelen der Lebenden trachten. Und die Quendel nehmen eben all ihren Mut zusammen und versuchen, sich diesen Mächten entgegenzustellen. Wenn man eins über die Quendel-Reihe sagen kann, ist, dass diese Reihe wirklich was Besonderes ist. Aber dieses Besondere macht es auch ein bisschen schwierig bei der Quendel-Reihe, weil dieses Besondere eben nicht für jeden was ist. Ich kann nur sagen, dass ich diese Reihe sehr genossen habe. Aber ich muss auch sagen, dass mir erst ab dem dritten Band klar wurde, wie sehr ich die Reihe eigentlich genieße. Nichtsdestotrotz ist mir jetzt schon klar, dass es nicht das letzte Mal war, dass ich diese Reihe gelesen habe und dass es für mich eben so ein Alleinstellungsmerkmal hat, was die Bücher angeht, die ich dieses Jahr gelesen habe, weil da einfach nicht so ist, wie die Quendel-Reihe es war. So, Freunde, dann beginnen wir mit den 2-Sterne-Büchern. Das sind die Bücher, die mir irgendwie nichts geben konnten, die Bücher, die ich irgendwie schlecht fand und die Bücher, die mir einfach nicht gefallen haben. An vorderster Front haben wir da Andreas Séchés Leuchtturmmusik. Ihr wisst vielleicht, Namiko und das Flüstern von Andreas Séché ist ein Highlight für mich gewesen. Aber ich muss sagen, Leuchtturmmusik war einfach für mich ein Kitsch-Overload vom Feinsten. Wir haben hier Tristan, der in einem Küstendörfchen lebt und eines Tages taucht Emily auf und Emily verzaubert ihn. Das ganze Dorf und die ganze Welt und alles, was Emily tut, ist furchtbar bedeutungsschwanger und schnulzig und augenrollwürdig. Ich habe es nur zu Ende gelesen, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht, weil ich, was Andreas Séché angeht, da so eine Vermutung habe, dass er gerne das gleiche Muster anwendet und tatsächlich war es dann auch so. Ich muss sagen, die Enttäuschung über das Buch stellte sich ein mit dem Augenblick, in dem Emily aufgetaucht ist. Bis Emily aufgetaucht ist, war es der Andreas Séché, den ich mochte und den ich geliebt habe, nämlich mit diesen ganz zarten, poetischen Gedanken und diesen tiefgründigen Gedanken. Aber dann ist Emily aufgetaucht und hat alles kaputt gemacht. Bei dem nächsten Buch werden einige verstehen, warum es nur 2 Sterne bekommen hat, aber viele werden nicht verstehen, warum ich es so schlecht bewertet habe. Bei diesem Buch scheiden sich wirklich die Geister. Die Rede ist von Ian McEwans Abbitte. Ganz ehrlich, hätte ich vorher gewusst, auf was das Ganze hinausläuft, hätte ich mir meine wertvolle Lebens- und Lesenszeit gespart, weil ich hasse sowas.
Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, was der Kniff ist. Fakt ist, wir haben hier die 13-jährige Bryony und die spielt im Sommer 35 Schicksal. Und es kommt eben dazu, dass durch Bryonys Handlungen das Leben von drei Menschen nachhaltig verändert wird. Neben der Tatsache, wie das Buch dann ausgeht und was das Buch dann im Endeffekt sein soll, hat mir dieser sehr nach außen gerichtete Schreibstil überhaupt nicht gefallen. Also wir verlieren uns sehr viel in der Außenwelt und haben eben sehr detaillierte Beschreibungen der Außenwelt bzw. Beschreibungen von verschiedensten Dingen. Und es war einfach so ein Schreibstil, wo man zwar merkt, dass der Autor sich doch recht viel Mühe gegeben hat, aber dann muss dieses doch recht viel Mühe geben und das, was dann dabei rauskommt, das muss einem schon liegen. Und das, was Ian McEwan hier gemacht hat, das lag mir einfach nicht so. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, wie viele Seiten man hier aushält, um dann am Ende so dazustehen, wie man hier am Ende dasteht. Ein weiteres Buch, bei dem sehr viele Menschen nicht verstehen werden, warum ich es nicht mochte, aber ich mochte es einfach nicht, von Dostojewski, Schuld und Sühne. Das ist das einzige Buch, zu dem ich dieses Jahr ein Einzelvideo auf meinem Kanal gemacht habe. Ich habe euch über eine Stunde lang erklärt, warum ich dieses Buch nicht mochte. Wenn euch interessiert, warum ich dieses Buch so schlecht finde, warum ich dieses Werk einfach furchtbar finde, warum es mir überhaupt nichts gegeben hat, dann schaut gerne bei dem Video vorbei. Ich werde euch das Video auch unten in der Infobox verlinken. Für mich war das einfach ein sehr überspitztes, überdramatisiertes Theater. Wir haben hier Raskolnikow, der einen Mord begeht und dann eben von Schuldgefühlen geplagt wird. Aber im Endeffekt haben wir, wie gesagt, hier nur sehr viel Theater, sehr viele nicht nachvollziehbare Dialoge und sehr viel Puh. Puh, puh. Und ein weiteres Zwei-Sterne-Buch war für mich von Sosuke Natsukawa, Die Katze, die von Büchern träumte. Das habe ich zusammen mit der lieben Fabienne von Japan Connect gelesen und was eigentlich so ein nettes, magisches, fantasievolles Buch für die Adventszeit werden sollte, war einfach eine sehr plumpe und sehr mit erhobenen Zeigefinger dargestellte Abhandlung darüber, wie man Bücher lesen sollte, wie man Bücher lieben sollte und welche Bücher von Wert sind. Wir haben hier Rintaro und Rintaro hat gerade seinen Großvater verloren. Er ist bei seinem Großvater aufgewachsen und ihm gehört auch ein Buchladen. Rintaro ist jetzt etwas verloren auf dieser Welt, aber ist gar nicht so richtig wohin mit sich und natürlich er trauert. Da kommt eines Tages eine Katze in diesen Buchladen geschlendert und sagt, Rintaro, hör zu, ich brauche deine Hilfe, wir müssen die Welt der Bücher retten. Aber ich muss sagen, dass die Abenteuer, die Labyrinthe, die die beiden durchstehen, die ähneln sich doch stark und im Endeffekt geht man aus jedem Labyrinth mit einer Moral von der Geschichte raus. Aber diese Moral von der Geschichte, die fand ich sehr elitär dargestellt. Vor allem habe ich am allermeisten gehasst, dass dieses Buch genau das ist, was es eigentlich bemängelt. Es hat wirklich gut begonnen und es hätte auch gut werden können, aber spätestens nach dem zweiten Labyrinth war ich irgendwie schon satt von der Geschichte und irgendwie hat mich dann gar nichts mehr so richtig mitnehmen können, außer dass ich mich über diese Buchweisheiten sehr aufgeregt habe. Wir kommen zu dem einzigen 2,5-Sterne-Buch und das ist von Yoko Ogawa, Das Museum der Stille. Das Museum der Stille ist jetzt das 6. Buch von Yoko Ogawa, das ich lese, aber keins war bisher so schlecht wie das hier. Die Insel der verlorenen Erinnerung ist ja eins meiner allerliebsten Bücher. Das war wirklich ein Lebenshighlight von ihr, aber das Museum der Stille konnte da überhaupt nicht mithalten. Das ist wieder mal so ein Buch von Yoko Ogawa, in dem wir sehr kafkaesk unterwegs sind, in dem nicht mal gesagt wird, in welchem Dorf wir sind, in dem nicht mal gesagt wird, zu welcher Zeit wir sind. Also wir starten mit einem jungen Mann, der in ein Dorf gerufen wird, weil dort lebt eine ältere, reiche Dame, die gern ein Museum einrichten würde. Und dieser Mann soll der alten Dame jetzt eben dabei helfen, die Gegenstände, die sie eben in diesem Museum haben möchte, zu archivieren, zu kuratieren und dann eben in einem Museum auszustellen. Bei den Gegenständen handelt es sich immer um Gegenstände, die Menschen gehört haben, die jetzt leider verstorben sind. Und es sind Gegenstände, die eben sehr
prägnant für diesen Menschen stehen sollen oder für das Leben, das dieser Mensch gelebt hat. Auch hier spielt Yoko Ogawa wieder mit dem Thema Erinnerung. Das macht sie wirklich sehr gerne. Und was so viel Interpretationsmöglichkeit bietet und was so tiefsinnig und tiefgründig und weit übertragbar hätte sein können, verliert sich leider im Plot dieser Geschichte. Also Yoko Ogawa baut hier irgendwann Handlungsstränge mit ein, mit denen ich dann nicht mehr so mitgehen konnte. Wir haben zwischendurch eine Bombenexplosion, dann haben wir noch eine Mordserie. Dieser Handlungsstrang mit dem Museum, der verliert sich irgendwie so zwischen diesen Handlungssträngen, sodass ich im Endeffekt am Ende des Buches ziemlich enttäuscht war, dass man nicht einfach den Handlungsstrang mit dem Museum zu Ende erzählt hat, sondern sich eben noch in so vielen anderen Handlungssträngen verloren hat. Zusätzlich muss ich auch sagen, dass die Symbolik, die Yoko Ogawa hier gewählt hat, für mich nicht immer ganz nachvollziehbar war. Hier war zum Beispiel ein Abszess, den die ältere Dame auf der Stirn hatte. Und dieser Abszess hat regelmäßig seine Farbe, Form und seinen Aggregatzustand geändert. Deswegen, ja, schön, dass der Abszess so einen Wandel durchmacht. Aber das sind eben nicht gerade diese Symboliken, wo ich dann denke, wow, was für eine tiefgreifende Symbolik sie da gewählt hat. Dann kommen wir zu den 3-Sterne-Büchern, den Büchern, die durchschnittlich waren oder die gut waren, aber eben ein paar Kritikpunkte aufweisen. Andrew Michael Hurleys Loney. Wenn ich an dieses Buch zurückdenke, ist das Eindrücklichste, woran ich mich erinnere, wirklich die Atmosphäre. Wir befinden uns hier im Jahre 1976 und Henny und Tonto sind mit ihren Eltern gezwungenermaßen auf einer Pilgerreise unterwegs. Und diese Pilgerreise führt sie nach Loney. Loney ist ein sehr düsterer, verregneter Ort an der nordenglischen Küste. Und Henny und Tonto haben jetzt leider das Pech, sehr katholisch-konservative Eltern zu haben. Tonto, der jüngere der Brüder, spricht nicht, also er spricht nicht und die Eltern meinen eben, dass es Wege gibt, ihn von seinem Leiden zu erlösen und sie suchen diese Erlösung eben im Glauben. Deswegen auch diese Pilgerreise. Auf dieser Pilgerreise passieren noch ein paar andere Dinge und ja, man ist dieser Familie nicht ganz wohlgesinnt in Loney, aber leider muss ich sagen, dass Andrew Michael Hurley sich für eine sehr zersetzte Erzählstruktur entschieden hat. Wir erleben das Ganze in Erinnerungsfragmenten und springen immer wieder in den Zeiten herum, sodass diese eigentlich sehr düstere Geschichte dann zu einer sehr wirren Geschichte wurde. Und dadurch, dass wir auch noch einiges an Protagonisten durch die Geschichte laufen haben, wurde das Ganze eben zu einem eher unübersichtlichen Hickhack. Dadurch hat dann natürlich die Spannung und diese Dunkelheit, die man hier gespürt hat, die haben da deutlich gelitten. Aber ich muss trotzdem sagen, dass die Atmosphäre in Loney einfach sehr gut getroffen war. Wir kommen zu Tashikatsu Kawaguchis Das magische Café. Hier haben wir ein Café, in dem die Menschen in die Vergangenheit reisen können. Und das Ganze eben so lange, bis ihr Kaffee kalt wird. Es reisen einige Protagonisten in die Vergangenheit zurück und natürlich hat jeder so sein eigenes, was er in der Vergangenheit erledigen möchte. Aber ich muss doch sagen, dass die Dichte an menschlichen Leiden mich jedoch etwas zu eng war. Also es hätte der Autor versucht, the very best of menschliche Leiden hier reinzupacken. Und vor allem kam es mir auch vor, als würde jeder dieser Protagonisten aus der Vergangenheit rauskommen und ebenso kalenderspruchmäßig einen Schulterklopfer bekommen und dann wird das Ganze schon wieder. Also diese Art von Geschichten, die geben mir einfach nichts und das ist mir eben dann zu flach, zu plump und ich muss auch sagen, dass die Sprache hier nicht die feinste war, die kam doch etwas holprig um die Ecke und die Übersetzung war hier auch nicht die gekonnteste, weil sich die Protagonisten untereinander mit Schwesterchen anreden, was im Japanischen naturgemäß schon so sein kann, aber eben das Schwesterchen einfach pur ins Deutsche übersetzt, ja, macht es nicht zu einer besonders feinen Kost. Dann kommen wir zu einem Klassiker, nämlich von George Orwell, Farm der Tiere. Hier haben wir die Bestrebungen von Tieren Herr über ihr eigenes Leben zu werden und so gründen sie eben die Farm der Tiere und erheben sich gegen die Menschen und haben nun eben eine Farm, auf der sie selbst das Sagen haben.
Und die Tiere hoffen ebenso, eine ideale Gesellschaft aufbauen zu können, die auf Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit basiert. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass manche Tiere eben gleicher sind und dass vor allem die Schweine dieses neue System für sich zu nutzen wissen. Das Ganze ist natürlich eine Satire auf den Kommunismus. Und auch wenn ich in vielen Zügen hier mit der Geschichte mitgehen konnte, muss ich doch sagen, dass George Orwell das Ganze für mich nicht differenziert genug dargestellt hat und dass er sich's in manchen Aspekten zu einfach gemacht hat. Ich finde zum Beispiel, dass alle Tiere, die dem System glauben und folgen, dass die alle recht dumm dargestellt wurden. Das finde ich eben nicht ganz passend. Ich selber komme ja aus einer Familie, die ein diktatorisch-kommunistisches System durchgemacht hat. Und es ist ja nicht so, als würde das Volk die Dinge nicht merken und als würde das Volk nicht merken, als dass es zum Deppen gehalten wird. Aber es ist nun mal sehr schwierig, irgendwas zu sagen, wenn klar ist, dass jederzeit irgendjemand aus deiner Familie aufgrund dessen, dass du was gesagt hast, in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Also es war nie so, dass die Tiere nicht gemerkt haben, was mit ihnen passiert. Es ist eher so, dass man nichts sagen konnte, wenn man sich selbst, aber vor allem seine Familie schützen wollte. Und ich finde, George Orwell hat diesen Aspekt irgendwie komplett unter den Teppich fallen lassen. Und es wird einfach so hingestellt, als wären alle zu blöd, um irgendwas zu merken. Oder zumindest kam es mir so vor, als hätte dieser Aspekt eben deutlich überwogen, dass alle einfach zu blöd sind. Und mit diesem Aspekt kann ich eben gar nicht mitgehen. Und ich muss natürlich sagen, das ist für mich ein emotionsgeladenes Thema und die Art, wie George Orwell das in eine tierische Parabel gepackt hat, das passt eben nicht ganz zu dem, was ich mir für dieses Thema wünsche. Aber ich verstehe, warum es ein Klassiker ist. Zu seiner Zeit war das bestimmt auch bahnbrechend, wie George Orwell das umgesetzt hat. Aber für mich zu dieser Zeit war es eben ganz okay. Wir kommen zum nächsten Drei-Sterne-Buch und man vermutet diesen Autoren nicht bei den Drei-Sterne-Büchern, wenn man mich kennt, weil man weiß vielleicht, dass ich diesen Autoren sehr liebe. Einfach sehr liebe. Aber die Rede ist von Arno Schmidt, Seelandschaft mit Pocahontas. Die Nobo Daddies Kindertrilogie besteht aus dem Leben eines Fauns, Brands Heide und Schwarze Spiegel. Grandiose Meisterwerke, über alles geliebt. Aber bei Seelandschaft mit Pocahontas befinden wir uns deutlich in den Nachkriegsjahren. Also Deutschland hat sich vom Krieg erholt und man ist wieder zu so Dingen wie Urlaub bereit. Und unser Protagonist fährt eben an einen niedersächsischen See und genießt dort La Dolce Vita. Und dort lernt er eben auch eine junge Dame kennen und geht mit dieser Dame einige Abenteuer ein. Das Ding ist, wir haben bei Arno Schmidt seinen experimentellen und schwer zugänglichen und nicht immer ganz klaren Schreibstil. Arno Schmidt hat einfach einen Schreibstil, der erarbeitet werden möchte, mit dem man sich ein bisschen befassen muss. Und ich muss eben sagen, dass dieses Erarbeiten und sich Befassen mit seinem Schreibstil, dass mir das doch schwer gefallen ist, wenn ich am Ende merke, dass es eben eine leichte Geschichte ist, eine lockere Geschichte ist und dass dieses sich Befassen und dieses Erarbeiten des Textes, dass da am Ende eben nur was bei rauskommt, wo man denkt, okay, ja, die Landschaft war schön, aber nicht wirklich was Tiefgreifendes dabei rauskommt, versteht ihr? Also wenn man sich schon etwas so hart erarbeiten muss, dann erwarte ich irgendwie auch, dass was dabei rauskommt, was mich mitnimmt. Oder was eben ein bisschen schwerer wiegt als die Tatsache, dass er uns eben nur den See beschreiben wollte oder den Körper der Frau beschreiben wollte. Es war auf jeden Fall mal eine unterhaltsame Abwechslung, was Arno Schmidts Werke angeht, weil dieses Werk eben so ein komplett anderes Thema behandelt, nämlich die Leichtigkeit des Lebens und einen schönen Urlaub. Aber es war eben nicht mein Liebstes, was ich von Arno Schmidt lese. Von Arno Schmidt liebe ich dann doch eher diese schwerwiegende Kost und dieses, wenn es ums Existenzielle geht und ums Überleben geht und um die Frage, wer man als Mensch ist auf dieser Welt. Und da kann Seelandschaft mit Pocahontas eben sehr wenig davon vorweisen. Und dann habe ich es tatsächlich hinbekommen, ein Buch von Kazuo Ishiguro zu lesen, nämlich Als wir Waisen waren. Wir haben hier Christopher Banks und befinden uns in den 30er Jahren in England. Christopher Banks ist in der High Society in England angekommen. Er hat sich einen Namen gemacht. Er ist sehr erfolgreicher Detektiv
Und er hat jedoch das Problem, dass er gerne herausfinden würde, was mit seinen Eltern passiert ist. Er hat mit seinen Eltern in Shanghai gewohnt. Seine Eltern hatten dort mit dem Opiumhandel vor Ort irgendwas zu tun und seine Eltern sind irgendwann verschwunden. Und Christopher Banks möchte nun herausfinden, was denn damals eigentlich passiert ist. Deswegen reist er jetzt erneut nach Shanghai und versucht eben herauszufinden, was damals passiert ist. Aber wir befinden uns eben zu einer kriegsgeschüttelten Zeit. Deswegen ist in Shanghai alles nicht so einfach. Ich muss sagen, dass mir die Shanghai-Parts aus der Vergangenheit, also die Parts, in denen sich Christopher Banks an Szenen, Momente und Geschehnisse aus der Kindheit erinnert, dass mir die Parts sehr gut gefallen haben. Die gegenwärtigen England-Parts und die gegenwärtigen Shanghai-Parts haben mir weniger gut gefallen. Wobei ich sagen muss, dass ab dem Moment, wo er in Shanghai ankommt, um eben herauszufinden, was mit seinen Eltern passiert ist. Mit diesem Part hat Kazuo Ishiguro für mich einfach den Vogel abgeschossen, weil ich ab dem Moment gar nicht mehr nachvollziehen konnte, was Christopher Banks an der Front, an der Kampflinie zu melden hat und wieso jeder auf ihn reagiert und wieso jeder auf ihn hört, obwohl ja eigentlich Krieg herrscht. Ich denke auch nicht, dass ich nochmal ein Werk von Kazuo Ishiguro lesen werde. Ich weiß, viele mögen einige Bücher von ihm, aber ich bin einfach nicht so der Fan von ihm. Und es ist ja auch völlig legitim, man kann ja nicht jeden lesen und man kann nicht jedes Buch von jedem lesen. Dann kommen wir zu William Andrews, Das Schicksal der Drachentöchter. Wir haben hier Anna und Anna macht sich in Korea auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Sie wurde als Säugling adoptiert und sucht nun eben ihre leibliche Mutter. Und das ist eben der Aufhänger dafür, dass wir dann eben vor dem Zweiten Weltkrieg in Korea starten und eben sehr viele Jahrzehnte in Korea durchmachen. Im Mittelpunkt der ganzen Geschichte steht das Schicksal der Trostfrauen, also Frauen, die vor und während des Zweiten Weltkrieges von den Japanern zwangsprostituiert wurden, die eben von zu Hause entführt und weggerissen wurden und dann eben unter dem Vorwand, dass sie in einer Fabrik arbeiten müssten, in Soldatenbordellen untergebracht wurden und da eben ja, zwangsprostituiert wurden. Ich ziehe meinen Hut davor, dass William Andrews sich des Themas angenommen hat, weil es eben ein Thema ist, das bis heute nicht wirklich aufgeklärt wurde und dem bis heute einfach nicht die Aufmerksamkeit gegeben wurde, die dieses Thema einfach verdient. Aber ich muss doch sagen, dass dieses Werk eher unterhaltungsliterarisch aufgebaut wurde. Also wir haben ja keine tiefgründige, tiefgreifende, literarisch wertvolle Sprache. Aber das braucht es ja auch nicht immer. Was ich William Andrews wirklich zugutehalten muss, ist, dass er viele Jahrzehnte koreanische Geschichte gut verständlich in dieses Buch gepackt hat. Also wer noch keinerlei Erfahrung mit koreanischer Geschichte oder der japanischen Geschichte hat, den kann ich dieses Werk auf jeden Fall empfehlen. Für mich wurde es zwischendurch ein bisschen zu US-amerikanisch, Hollywood-mäßig. Man hat eben deutlich gemerkt, dass er US-Amerikaner ist bei den Dingen, die er hier manchmal dazu gedichtet hat, die es meiner Meinung nach eben nicht bräuchte. Es ist trotzdem kein schlechtes Werk und wie gesagt, ich habe meinen vollsten Respekt dafür, dass er sich ein Thema ausgesucht hat, wo sich nicht gerade die Autoren drüber streiten, wer jetzt als nächstes darüber schreiben darf. Aber trotzdem hatte das Buch einige Kritikpunkte, weswegen es dann im Endeffekt von mir 3 Sterne bekommen hat. Und wenn schon der Arno Schmidt bei den 3-Sterne-Büchern war, darf auch gern Hertha Müller mal zu den 3-Sterne-Büchern. Ihr wisst vielleicht, ich liebe Hertha über alles. Sie ist meine Ikone, was die Literatur angeht. Sie ist the one and only für mich. Sie ist einfach für mich Hertha Müller. Aber trotzdem las ich Reisende auf einem Bein und stellte fest, wow, okay. Es gibt auch Werke von Hertha Müller, die mir einfach nicht so zusagen. Wir begleiten hier Irene und Irene ist vor kurzem in Berlin angekommen, nachdem sie aus dem diktatorisch-kommunistischen Rumänien ausreisen durfte. In Rumänien wurde sie sehr drangsaliert, so wie Hertha Müller auch. Und sie hat eben einen Ausreiseantrag gestellt, der jetzt genehmigt wurde. Und endlich kann sie diesen Staat und das System, das sie so drangsaliert hat, verlassen. Und eben in Berlin angekommen, möchte sie sich nun ein neues Leben aufbauen. Aber sie stellt irgendwie fest, dass sie zwar eine Heimat hinter sich gelassen hat, aber da, wo sie ankommt, ist sie noch ziemlich bezugslos. Und diese Bezugslosigkeit von Irene, die macht sich in vielem
deutlich. Vor allem macht es sich darin deutlich, dass Irene sich irgendwie in der Außenwelt verliert. Wir bekommen sehr viele Beobachtungen der Außenwelt und Irenes Gedanken verkümmern dann irgendwann zu Alltagsfetzen und zu einzelnen Beobachtungsfetzen, aber wir kommen nicht wirklich an Irene ran. Und diese Alltagsfetzen und Beobachtungsfetzen und diese Belanglosigkeit und Bezugslosigkeit, mit der Irene konfrontiert ist, die äußert sich dann eben in sehr kurzen Sätzen. Und auch wenn diese kurzen Sätze und diese sehr zu Irene bezugslosen Sätze doch symbolisch für das stehen, was Irene gerade durchmacht, war es mir einfach zu viel. Ich kam mit diesen kurzen Sätzen hier nicht klar. Es ging mir einfach irgendwann wirklich auf die Nerven. Zwischendurch habe ich in vielen Facetten die Hertha Müller wiedererkannt, die ich so, so sehr liebe. Aber ich muss sagen, dass Irenes Geschichte und vor allem Irenes Zerfetztheit einfach. Irene war so zerstreut und gar nicht bei sich und ich wäre so gerne einfach bei Irene geblieben und bei dem, was Irene bewegt, aber sie war irgendwie so überall und nirgendwo und ich weiß, das steht sehr prägnant für das, was Irene da durchmacht, aber trotzdem habe ich da eben sehr wenig mit anfangen können. Und das nächste Buch, das 3 Sterne von mir bekommen hat, ist Venedikt Jerovejevs Die Reise nach Petuschki. Wir haben hier unseren Trinker Venichka und Venichka steigt in den Zug in Moskau und möchte nach Petuschki. Er hat schon mehrmals versucht, nach Petuschki zu kommen, denn in Petuschki sitzt seine Geliebte und wartet, dass endlich der Venichka kommt. Aber der Venichka hat es eben noch nie nach Petuschki geschafft, weil er vorher immer viel zu betrunken war, um irgendwas hinzubekommen. Und so steigt unser Venichka wieder in den Zug und hofft eben, in Petuschki anzukommen, aber je länger die Fahrt dauert, desto leerer werden die Schnapsflaschen und desto unfähiger und delirischer wird unser Protagonist. Das Buch startet wirklich sehr stark. Also wir haben unseren Venichka, der uns eben erzählt, wie es damals eben in Russland war. Wir bekommen viele Einblicke in die russische Seele, viele Einblicke in das Leben des Venichka, wie er eben an der Universität verzweifelt ist. Wie er einfach nicht damit klarkam, dass auf der Universität nicht der freie Geist gefördert wurde, sondern eben das Einheitsdenken. Und zwischendurch erkennt man eben, wie verzweifelt und wie traurig Venichka eigentlich ist. Aber er ist eben sehr stark alkoholsüchtig, wirklich sehr stark alkoholsüchtig. Und so verkommt eben, was einst so stark gestartet ist, zu einem einzigen alkoholinduziertem Paranoia-Traum. Am Ende weiß man gar nicht mehr, was wahr ist und was Halluzination ist und was eben alkoholbedingt in seinem Kopf fantasiert wird. Und am Ende weiß man auch gar nicht, was das alles zu bedeuten hat und man verliert so ein bisschen den Willen, irgendwas deuten zu wollen, weil eben alles so durcheinander ist. Gegen Ende hat mich der Protagonist und Venedikt Jerovejev mit dieser Geschichte einfach komplett verloren, was sehr schade ist, wenn man bedenkt, wie stark diese Geschichte gestartet ist. Wir kommen zu einer zeitgenössischen Dame, mit der ich es dieses Jahr probieren wollte, nämlich von Lola Randl, Angsttier. Ehrlicherweise hat mich dieses Cover an das Buch angezogen. Beim Lesen hatte ich schon die Vermutung und jetzt kann ich es bestätigen. Das Buch gerät einfach sehr schnell in Vergessenheit, weil es irgendwie so nett für zwischendurch war, aber nicht wirklich in Erinnerung bleibt. Wir haben hier Jakob und Friedel und Jakob und Friedel haben die Schnauze voll von Berlin und wollen aufs Land ziehen und sie suchen sich ein nettes Häuschen. Und tatsächlich gelingt es ihnen, aufs Land zu ziehen, in ein abgelegenes Dörfchen, wo sie eben ihre Ruhe haben können. Vor allem braucht Jakob die Ruhe, weil er möchte seinen 2. Roman schreiben. Und in diesem Dörfchen angekommen geht dann einiges schief. Das Haus muss renoviert werden. Es ist alles nicht so, wie man sich's vorgestellt hat. Die Nachbarn sind auch irgendwie komisch. Und dann wird Jakob eines Nachts von einem Tier gebissen. Ich hatte das Gefühl, dieses Buch will unbedingt irgendwie kafkaesk sein oder einen doppelten Boden haben oder doppeldeutig sein wollen. Aber irgendwie kam das gar nicht bei mir an. Also ich hatte das Gefühl, es wollte so viel. Aber es hatte eben nicht die Kraft und nicht die Symbolik
und nicht dieses Metaphorische, das es vielleicht hätte haben wollen. Und Angst hier hat irgendwie so das gleiche Problem, was viele zeitgenössische Romane haben, die ich in letzter Zeit gelesen habe, dass die irgendwie so in Belanglosigkeit zerfließen, dass irgendwie schon mir eine Geschichte erzählt wurde und ich dann denke, ja gut, und vielleicht war das auch eine gute Geschichte und nicht mal eine schlechte Geschichte, aber irgendwie, ja, zuckt man dann die Schulter und sagt, ja, aber man sagt nicht, wow, das war mal was anderes und man sagt nicht, wow, das hat mich jetzt tief berührt oder das hat irgendwas mit mir gemacht. Dann habe ich halt das Buch gelesen und es war okay, aber mehr aber auch nicht. Wir kommen zu den letzten drei Sterne-Büchern Karl-Heinz Ott, Endlich Stille. Hier hat mich vor allem die Prämisse gereizt, denn wir haben einen Fremden, der sich in das Leben unseres Protagonisten drängt und unser Protagonist wird diesen Fremden einfach nicht mehr los. Und das ist mein absoluter Albtraum, dass jemand in mein Leben tritt und der labert mich zu und ich werde den einfach nicht mehr los. Unser Protagonist trifft diesen Fremden am Bahnhof in Straßburg und was sehr unverfänglich beginnt, entwickelt sich eben zu einem Horrortrip. Unser Protagonist wird den Typen in Straßburg nicht los und irgendwie kommt der Typ dann auch zu unserem Protagonisten nach Hause und irgendwie spielt hier natürlich ständig der Gedanke mit, sind wir auch manchmal einfach zu wohl erzogen, um Grenzen zu setzen? Oder ist es manchmal einfach viel leichter, wenn man keine Grenze setzt? Verlangt es so viel Mut, Grenzen zu setzen? Und das Spannende ist auch noch, unser Protagonist ist Philosophieprofessor, also er kann schon ein paar Mal mehr mit dem Freiheitsgedanken um die Ecke denken. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, auch wenn mich der Plot so gereizt hat und auch wenn hier ein paar tiefgründige Gedanken drin steckten, war es doch nicht so, dass es mich vom Hocker gehauen hat. Es war ein solides Buch, es war ein durchschnittliches Buch, es war ein 3-Sterne-Buch. Manchmal gibt es ja auch nicht wirklich Kritikpunkte, manchmal begeistern einen Bücher immer nur bis zu einem gewissen Punkt, aber nie wirklich über diesen gewissen Punkt hinaus, ohne dass man sagen könnte, warum? Warum? Was wäre jetzt der Mangel, den ich zu benennen hätte? Aber es gibt keinen Mangel, es ist einfach, dass sie nicht besser waren. Das ist ihr Mangel. Eine weitere zeitgenössische Autorin, mit der ich es versuchen wollte, war Doris Knecht mit Weg. Wir haben hier Heidi und Georg und Heidi und Georg sind seit fast schon Jahrzehnten nicht mehr zusammen, aber sie haben eine inzwischen erwachsene gemeinsame Tochter und diese erwachsene gemeinsame Tochter ist nicht mehr auffindbar. Also sie meldet sich nicht mehr bei der Mutter und Heidi macht sich eben sehr große Sorgen, weil die Tochter in jungen Teenagerjahren eben eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung hatte. Deswegen macht sich Heidi jetzt starke Sorgen um ihre Tochter. Sie macht sich eben Sorgen, dass sie wieder in so einem Zustand ist und dass sie jetzt Hilfe braucht. Durch ein paar Ecken kommt dann raus, dass sich ihre Tochter wohl in Vietnam aufhält und Heidi nimmt sich nun ihren Ex-Freund Georg zur Brust und sagt, hör mal zu, wir müssen unsere Tochter suchen und die beiden begeben sich jetzt eben nach Vietnam. Auch hier hat mich der Plot gereizt und die Tatsache, dass man aus diesen verzwickten sozialen Beziehungen so viel mehr hätte machen können und die Tatsache, dass es ja schwierig ist, auf der einen Seite sich einzugestehen, dass die Tochter erwachsen ist und dass sie in diesem Erwachsenenleben eben eine gewisse Freiheit durchleben darf und auf der anderen Seite ist man natürlich Mutter und macht sich eben starke Sorgen. Das waren so die Dinge, die mich so gereizt haben an der Geschichte. Aber ich muss sagen, dass Doris Knecht den Leser hier viel zu stark an der Hand genommen hat. Also wir erleben die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Und ich hatte das Gefühl, erstmal, es waren zu viele Perspektiven. Also jede Sicht interessiert mich dann auch nicht. Und dann muss ich sagen, dass die Perspektiven gefühlsmäßig für mich nur da waren, damit Doris Knecht auch sicher sein konnte, dass der Leser weiß, was Georg fühlt und Georg denkt und dass der Leser auch ja immer weiß, was Heidi fühlt und Heidi denkt und was dann noch drei verschiedene andere Protagonisten fühlen und denken. Also es hat sich für mich so angefühlt, als wollte Doris Knecht die Gefühlslage idiotensicher machen, anstatt eher darauf zu setzen, die Gefühlslage durch die Handlungen oder die Dialoge klarzumachen. Im Verlauf der Geschichte hatte ich auch das Gefühl, dass Doris Knecht ein paar Themen mitnehmen wollte, die hier nicht mehr Platz hatten und dementsprechend auch viel zu kurz gekommen sind. Da wäre es mir lieber gewesen, sie hätte die Themen ganz weggelassen. Im Endeffekt ein solides 3-Sterne-Buch. Und das letzte 3-Sterne-Buch ist von Gaito Gastanov, Das Phantom des Alexander Wolf. 1919 schießt ein russischer Soldat auf einen anderen Soldaten, um sich selbst zu verteidigen.
Und während der Angeschossene nun im Sterben liegt, nimmt der russische Soldat dessen Pferd und reitet davon. Unser Protagonist, der eben auf den anderen Soldaten geschossen hat, findet sich nun Jahrzehnte später in einem anderen Land wieder und liest eine Geschichte des Autors Alexander Wolf. Und faszinierenderweise ist diese Geschichte genau das, was unserem Protagonisten eben vor so vielen Jahrzehnten passiert ist. Nämlich genau das, die eine Szene, wie er eben auf diesen Soldaten schießt. Nur ist diese Geschichte aus der Sicht des Angeschossenen erzählt. Und natürlich reizt es unseren Protagonisten jetzt enorm herauszufinden, wie dieser Alexander Wolf auf die Idee kam, diese Geschichte zu schreiben. Und die Suche nach dem Alexander Wolf wirft natürlich viele Fragen auf, nach der Schuld, nach Identität, nach dem Weiterleben, nachdem man jemanden eigentlich zum Sterben liegen hat lassen. Und auch wenn ich sagen muss, dass dieses Werk grandios beginnt, wirklich fulminant beginnt, hat es dann doch mit Verlauf des Buches abgenommen. Wir haben uns manchmal in einigen Szenen verloren, hier vor allem eine Boxkampfszene, wo es dem Autoren eigentlich nur darum ging, eine junge Dame in diese Geschichte mit einzubinden. Da wurde eben auf über 20 Seiten beschrieben, wer gegen wen boxt, was die Stärken des einzelnen Boxers sind und wie dieser Boxkampf eben ablief. Das hat für mich in der Geschichte nicht sein müssen und so verlieren wir uns zwischendurch eben manchmal in so Momenten, wo ich denke, okay, zielführend ist das jetzt nicht für die Geschichte, wieso halten wir uns hier so lange auf? Nichtsdestotrotz haben wir hier durchgehend eine hochwertige Sprache, eine wirklich hochwertige Sprache, aber ich muss sagen, wir verlieren uns manchmal eben in der Geschichte. Nichtsdestotrotz hatten wir sehr wertvolle Momente in der Geschichte, aber für mehr als 3 Sterne hat es leider nicht gelangt. Vor allem das Ende war für mich ein bisschen zusammengebastelt, ein bisschen arg konstruiert. Und das Ganze wirkt eben sehr schade, wenn man eben bedenkt, wie gut wir hier eigentlich gestartet sind. Wir kommen zu den 3,5-Sterne-Büchern und hier an vorderster Front ist von Dan Brown Illuminati. Das war mein erster Dan Brown, den ich jemals gelesen habe und es war für mich einfach ein würdiger Ausflug in die Unterhaltungsliteratur. Wir haben hier den Symbolologen Robert Langdon, der zu einer Mordszene gerufen wird. Nämlich wurde der Leiter des CERNs in der Schweiz ermordet und seine Leiche ist etwas verstümmelt und dementsprechend hat unser Symbolologe einiges zu interpretieren. Irgendwann landen wir dann in Rom, wo gerade die Papstwahl stattfindet und dann rennen wir ziemlich aufgeregt und gehetzt viele Stunden durch Rom. Einige Abzüge gab es für mich wegen der nicht ganz nachvollziehbaren zeitlichen Abstände, der zeitlichen Abfolge. Also ich konnte manchmal nicht mit dem, was passiert ist, mitgehen. Wenn dann gesagt wurde, 10 Minuten waren vergangen, dann dachte ich, was? Die haben mindestens eine halbe Stunde geredet. Und ich muss auch sagen, dass mir das ja am Ende doch arg Actionfilm-Hollywood-mäßig wurde. Das war ein bisschen zu viel, da ist Dan Brown etwas übers Ziel hinausgeschossen. Aber ich hatte trotzdem einfach sehr viel Spaß mit dem Buch. Und natürlich sind die Illuminati auch immer wieder ein spannendes Thema. Ich kann nichts anderes sagen, als dass ich hier unterhaltungsliterarisch voll auf meine Kosten gekommen bin. Zwischendurch ist er übers Ziel hinausgeschossen, der gute Dan Brown. Aber ich hatte eine sehr gute Zeit. Wir kommen zu einem weiteren Klassiker, nämlich von Joseph Conrad, Herz der Finsternis. Wenn ich an dieses Buch denke, ist es das eine Schlagwort, was mir einfällt, die Sprache. Die Sprache hier ist mit nichts vergleichbar, was ich bisher gelesen habe, aber, das ist auch einfach das größte Manko dieses Werkes. Wir haben hier den Kapitän Charles Marlowe, der seinen Freunden von einer Reise nach Zentralafrika erzählt. Er sollte nämlich einen Flussdampfer an einen bestimmten Handelsposten schiffen und im Mittelpunkt seiner Erzählung steht die Ausbeutung des afrikanischen Volkes durch die Kolonialisten. Joseph Conrad schreibt es so, wie es damals eben war. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund und es fallen eben Begriffe, die einem heute sehr befremdlich und sehr menschenverachtend vorkommen, aber es ist eben ein Werk seiner Zeit.
Und wenn ich sage, die Sprache ist das große Manko, meine ich nicht das, sondern ich meine einfach, dass Joseph Conrad so eine qualitativ hochwertige Sprache hat, so eine feinpolierte, aufgehübschte und eigentlich schon schwer verdauliche Sprache hat, dass man manchmal nicht versteht, was gerade passiert, aber einfach nur denkt, wow, so schöne Wörter. Aber was passiert denn hier gerade? Es ist sehr schwierig, hier am Ball zu bleiben, was die Handlung angeht, was die Message angeht, was das angeht, was hinter der Geschichte steckt oder in der Geschichte steckt oder was eben dieser tiefgründige Sinn dieser Geschichte ist. Das kommt hier immer durch. Aber diese hochwertige Sprache hat einfach den Plot und der Handlung einfach komplett den Boden unter den Füßen weggezogen, sodass man manchmal dasteht und denkt, oh, ich muss die letzte Seite nochmal lesen, ich habe wieder keine Ahnung, worum es geht. Es ist wirklich nicht das einfachste Werk, wenn es um klassische Literatur geht, aber ich muss auch sagen, ich habe kaum etwas, was ich sprachlich damit vergleichen könnte, weil es eben so hochwertig ist. Also wirklich so hochwertig, dass es wirklich schon sehr schwer verdaulich ist. Auch schon fast ein Klassiker von François Sagan, Bonjour Tristesse. Das Buch habe ich von meinem Mann geschenkt bekommen und hier haben wir ja Cécile, unsere jugendliche 17-jährige Protagonistin, die mit ihrem Vater und dessen Geliebte einen netten Sommer in einem Ferienhaus an der Côte d'Azur verbringen möchte. Eines Tages meldet sich dann Anne, die beste Freundin ihrer verstorbenen Mutter an. Anne meldet sich an. Auf jeden Fall ändert das Ankommen von Anne die Dynamik in dem Haus komplett. Ich war anfangs etwas skeptisch, ob diese 17-jährige Cécile zu mir passen würde, ob ich sie werde genießen können, aber ich muss sagen, ich stand voll und ganz hinter Cécile. Was meint diese Anne eigentlich, wer sie ist, dass sie kommt und mir und Cécile diesen Sommer kaputt macht? Nein, 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 nein. Und es ist wirklich beachtenswert, dass ich mich so gut in Cécile eingefunden habe. Aber ich glaube, es war vor allem beachtenswert, weil François Sagan eine Sprache hat, die man hier so nicht erwartet und die ganze Geschichte eben sehr aufwertet. Aber ich muss auch einfach sagen, ich denke, ich kann mich einfach noch sehr gut in dieses Teenagerhafte einfühlen. Und ich habe eben nicht vergessen, was für ein Depp ich war. Was für idiotische Ideen man hatte und man dachte, dieses eine wäre besonders wichtig im Leben und dann stellt sich heraus, ist es nicht. Ich kann mich eben noch sehr gut einfühlen in sowas. Ich weiß nicht, wie es jemandem geht, der eben gar nicht so mit sowas anfangen kann. Ich bin da noch sehr empathisch, was das angeht. Also ich kann noch leiden wie ein Teenager, möchte ich sagen. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass die Hochwertigkeit der Sprache mich hier einfach gut durchs Buch geführt hat und ich im Endeffekt diese Geschichte um Cécile und den Sommer, den sie erleben wollte, sehr genossen habe. Wir kommen zu einem sehr absurden Buch, nämlich von Haruki Murakami, 1Q84, Buch 3. Buch 1 und 2 las ich das Jahr davor und ich wusste, okay, wenn ich jetzt nicht Buch 3 nachlege, dann vergesse ich ja alles, was vorher passiert ist, denn die Story ist nicht ohne. Wir haben hier einmal Tengo. Tengo ist Ghostwriter für Fukaeri. Fukaeri ist eine junge Frau, die Puppe aus Luft geschrieben hat. Und die Puppe aus Luft ist ein gutes Manuskript, aber es braucht eben noch ein bisschen Pep. Deswegen hilft ihr Tengo, dieses Manuskript jetzt fertig zu schreiben. Und die Puppe aus Luft wird veröffentlicht und es wird ein Bestseller. Aber nachdem das Buch ein Bestseller wurde, überschlagen sich die Ereignisse, denn die Puppe aus Luft beinhaltet sehr explizite Dinge, die Little People angehen. Und die Little People sind sehr mächtige Wesen. Und den Little People gefällt es jetzt gar nicht, dass in die Puppe aus Luft geschrieben steht, dass es sie gibt und was sie alles können. So, das ist der eine Handlungsstrang. Wir haben eben Tengo und Fukaeri und die Little People und einen sektenähnlichen Verein, der sich um die Little People gebildet hat. Und dann haben wir noch den Handlungsstrang mit Aomame, die in diesen Handlungsstrang mit involviert wird, weil sie ist nämlich Auftragskillerin und bekommt eben von einer alten Dame den Auftrag, einen sehr mächtigen Mann zu töten. Diese Geschichte war einfach der wildeste Ritt, den ich je gemacht habe. Das war so absurd, aber das war wieder so absurd, dass ich mir einfach ständig gesagt habe, ich muss wissen, wie das ausgeht. Ich habe nicht erwartet, dass ich dann mehr kapiere. Ich habe nicht mehr kapiert, aber trotzdem muss ich sagen, dass diese Geschichte, diese Bücher, die haben irgendwie was. Irgendwas haben die.
Die Absurdität dieser Geschichte hat einfach seinen eigenen Charme. Ich kann es gar nicht anders sagen. Jeder, der diese Geschichte gelesen hat, weiß, was ich meine. Aber es ist auch einfach eine Geschichte, auf die man sich einlassen muss und die man so über sich ergehen lassen muss. Und am Ende kann man vielleicht was damit anfangen oder eben nicht. Aber irgendwie muss ich trotzdem sagen, dass ich die Geschichte mag. Ich mag sie. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was mir Haruki Murakami überhaupt sagen wollte. Nicht im geringsten, Leute, aber das war einfach so fern von allem, was ich sonst lese, dass ich einfach sagen muss, ja, hat was. Dann haben wir Catalin Dorian Florescu mit Wunderzeit. Wunderzeit ist sein Debüt und meiner Meinung nach merkt man das auch deutlich. Wir haben hier Aline. Und Aline ist im frühen Teenageralter und er lebt mit seinen Eltern zusammen in Bukarest. Und wir erleben so die Zeit der Diktatur in Rumänien. Man merkt langsam, die Bevölkerung hat die Schnauze voll und die Bevölkerung merkt, was los ist. Aber so richtig wehren kann sich noch keiner. Das Besondere an Aline ist, dass er eine Fehlstellung des Beines hat und aufgrund dieser Fehlstellung schafft es sein Vater, einen Ausreiseantrag für sich und ihn genehmigt zu bekommen, denn sie möchten nach Italien, um eben nach dem Bein gucken zu lassen, weil die medizinische Versorgung in Rumänien eben unter aller Kanone war. Und so gelingt es den beiden eben aus Rumänien auszureisen und sie kommen in Italien an und nach dem Bein wird geguckt und die beiden lernen jetzt La Dolce Vita in Italien kennen, weil das eben was ganz anderes ist als das Leben, das sie aus dem diktatorisch-kommunistischen Bukarest kennen. Aber ich muss sagen, dass sich für mich die Geschichte in Italien und in den USA zwischendurch verloren hat. Ich hatte das Gefühl, wir sind hier nicht mehr so zielsicher durch die Geschichte gegangen. Es kam mir vor, als hätte man sich in vielen Nebenhandlungen verloren und als wollte Catalin Dorian Florescu einfach nie aus Italien zurück und nie aus den USA zurück. Was natürlich verständlich ist. Aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass hier ein paar Parts zu ausgedehnt waren. Was mir aber besonders an diesem Buch gefallen hat, ist die Tatsache, dass Catalin Dorian Florescu einfach weiß, wie man mit wenigen Worten die Seele Rumäniens beschreibt, wie man mit wenigen Worten klar macht, was das rumänische Volk ausmacht und wie er eben so zielsicher in seiner Beschreibung der rumänischen Seele ist. Ein weiteres Debüt, das ich dieses Jahr gelesen habe, ist von Stefan Hornbach, Den Hund überleben. Wir haben hier einen jungen Protagonisten, der das Studentenleben sehr genießt und nach einem sehr wilden Sommer kommt er eben wieder nach Hause und möchte sich um seine studentischen Aufgaben kümmern, aber ihm geht es gesundheitlich sehr schlecht. Er geht zum Arzt und bekommt eben die Nachricht, dass er drei Tumore hat. Und Sebastian, unser Protagonist, ist, was sein Krebs angeht, irgendwie anders. Und zwar hat er sich nicht vorgenommen, gegen diesen Krebs zu kämpfen. Er tut schon alles, was in seiner Macht steht, um wieder gesund zu werden. Aber im Gegensatz zu so vielen Gedanken, die man zu diesem Thema kennt, hat er sich jetzt nicht vorgenommen, diesen Krebs fertig zu machen oder so. Er möchte einfach gucken, dass er wieder gesund wird. Aber man merkt eben, dass er nicht wirklich am Verzweifeln ist. Zwischendurch hadert er schon mal. Vor allem durch seine Taten merkt man zwischendurch, dass er hadert. Aber er ist kein Kämpfertyp und er hat sich auch nicht vorgenommen, dagegen zu kämpfen. Ich fand es interessant, mal eine andere Herangehensweise an diese Krankheit kennenzulernen und ich fand es interessant, dass sich der Autor vorgenommen hat, die Gedanken diesbezüglich eben anders zu gestalten. Trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, ich kam nicht an Sebastian ran oder ich hatte immer das Gefühl, er erzählt mir nicht alles. Aber vielleicht gehört es auch dazu, dass man nicht immer alles erzählt bekommen muss, wenn es um die Krankheit eines Menschen geht. Wir kommen zur nächsten zeitgenössischen Dame, mit der ich es dieses Jahr probiert habe, nämlich von Katrin Werner Niu. Wir haben hier Thomas und Carmen, die beiden sind ausgewandert, sie sind nach New York gezogen und haben alles in Deutschland hinter sich gelassen. Nicht ganz. Denn Carmen schleppt ein bisschen Ballast mit sich rum und bei dem Versuch, sich eben in New York ein neues Leben aufzubauen, driften Carmen und Thomas etwas auseinander. Und dann tritt auch noch Niu in das Leben der beiden. Also Thomas trifft Niu und Carmen trifft Niu, aber keiner
weiß, dass der andere jeweils auch Neo getroffen hat. Und Neo bringt einiges durcheinander. Also man darf ja nicht erwarten, dass man das Konzept von Neo versteht oder irgendwie auf die Hintergründe von Neo irgendwie schließen kann oder sich irgendwie ergibt, was Neo eigentlich sein soll oder was eben ihre Motive sein sollen. Für mich war das mehr so eine Abhandlung darüber, wie Menschen auseinanderdriften können, wenn sie ein gemeinsames Lebensziel erreicht haben. Aber ich muss sagen, allgemein komme ich mit vielen Beziehungsstrukturen, wie sie in Romanen dargestellt werden, nicht klar. Für mich ist das oft so Larifari-mäßig. Ich kann es zum Beispiel gar nicht nachvollziehen, wenn ein Partner in dem Buch die ganze Nacht weg ist und der andere Partner dann nicht fragt, wo warst du? Wieso hast du nicht Bescheid gesagt, dass du nicht nach Hause kommst die ganze Nacht über oder so? Das sind so Systeme, die ich da nicht verstehe. Wie gesagt, ich kann mich oft mit Beziehungsstrukturen, wie sie in Romanen dargestellt werden, sehr wenig identifizieren. Deswegen war mir die Beziehung von Thomas und Carmen nicht immer ganz klar. Aber wie gesagt, ich habe das einfach als Abhandlung darüber genommen, was eben passieren kann, wenn man gemeinsam denkt, sein Lebensziel erreicht zu haben. Und dann muss man eben feststellen, man muss jetzt ganz arg aufpassen, dass das Lebensziel nicht das einzige war, was einen noch irgendwie zusammengehalten hat. Wir kommen zu Verena Kesslers Die Gespenster von Demmin. Das Buch habe ich ja von meinem Mann geschenkt bekommen. Und ich habe sehr viel erwartet bei dem Buch, weil es eben unter anderem den Massenselbstmord im Frühjahr 1945 in Demmin aufgreifen soll. Und es hat es auch in einzelnen Fragmenten, aber trotzdem war es nicht ganz das, was ich erwartet habe. Wir begleiten hier Larry. Larry ist im Teenageralter. Es ist deutlich ein Coming-of-Age-Roman und Larry, ja, ist eben eher so für sich. Ihre Mutter hat nicht wirklich Zeit für sie, weil ihre Mutter ist schwer damit beschäftigt, andere Männer zu daten. Und ihr Vater, der von der Mutter getrennt lebt, ist eben LKW-Fahrer und dementsprechend auch nicht wirklich für Larry da. Und so verliert sich Larry eben zwischen ihren Hobbys und zwischen den wenigen Freundschaften, die sie hat, in dieser Stadt Demmin. Dann haben wir noch zwischendurch die Perspektive von Frau Dohlberg eingestreut. Und Frau Dohlberg ist die Nachbarin von Larry. Und sie hat eben diese schrecklichen Tage im Frühjahr 1945 miterlebt, als eben sehr viele Menschen den Freitod wählten, als die Russen in die Stadt kamen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Verena Kessler dieses Thema aufgegriffen hat und diesem Thema zwar ein bisschen Platz in ihrem Roman gegeben hat, aber meiner Meinung nach nicht ausreichend Platz in ihrem Roman gegeben hat. Viele haben wahrscheinlich bei dem Buch den Eindruck, es wäre was ganz anderes, als es im Endeffekt ist. Im Endeffekt kann man schon sagen, hier geht es mehr um diese Teenager-Perspektive und dieses Teenager-Leben spielt sich eben vor diesen dramatischen Geschehnissen im Frühjahr 45 ab, aber es ist eben nur die Stadt, in der das passiert ist. Und mehr aber auch nicht. Diese wenigen Frau Dohlberg-Fragmente, wo uns dann nahegebracht wird, was Frau Dohlberg passiert ist und was den vielen Nachbarn dort in Demmin passiert ist, die waren zwar gut umgesetzt und da hat man gemerkt, okay, Verena Kessler könnte auch diese Geschichten einfach wunderbar erzählen, aber die waren eben so schwierig und es wirkte eben so, als würde Verena Kessler diese tragischen Tage nur nehmen, um eben ihre Teenager-Geschichte an irgendetwas Tragischem aufhängen zu wollen. Und es hat für mich dann nicht mehr ganz gepasst von den Geschichten, die Verena Kessler hier erzählen wollte. Es war für mich trotzdem kein schlechtes Buch, aber es war eben gar nicht das, was ich erwartet habe. Und ich habe mir eben ein bisschen mehr von der tragischen Geschichte erwartet, wenn sie schon diese tragische Geschichte mit ins Spiel bringen möchte, dann soll sie der auch ausreichend Platz geben. Und ich fand nicht, dass diese Geschichten ausreichend Platz hatten. Ein Autor, den ich niemals bei den 3,5-Sterne-Büchern erwartet habe, aber hier ist er, Yukio Mishimas, der Seemann, der die See verriet. Yukio Mishimas, der Goldene Pavillon, ist ja wirklich ein Lebenslese-Highlight für mich. An dieses Buch kommt sehr lange nichts ran. Dieses Buch ist einfach für mich die Creme de la Creme der japanischen Literatur. Dementsprechend war ich etwas ernüchtert, als ich dieses Werk von Mishima gelesen habe. Wir haben hier eine Bande 13-Jähriger und diese 13-Jährigen, die empfinden die Welt der Erwachsenen als sehr illusorisch und heuchlerisch und sie lehnen eben alles Sentimentale ab. Sie streben eine gewisse Gefühlslosigkeit an, die sie dann Objektivität nennen und sie meinen, durch diese Objektivität wird auf dieser Welt wieder alles
ins Lot geraten, dass durch diese Objektivität wieder die Weltordnung, wie sie sein sollte, hergestellt werden könnte. Und das Ganze eskaliert, als die Mutter eines Protagonisten hier einen Seemann kennenlernt und dieser Seemann eben die See verrät und eben eine Liebesbeziehung mit der Mutter eingeht und nicht wieder zur See sticht. Und das ist jetzt Grund für die Bande, diesen einst heroisch betrachteten Seemann zu degradieren und ihn eben als Nichtsnutz anzusehen und jemanden, der eben jedes Ideal verkauft hat für die Liebe. Und die Liebe ist ja bei den 13-Jährigen jetzt sowieso nichts wert. Ich muss sagen, dass diese Geschichte einfach sehr viel Symbolik hatte, die dieses dünne Büchlein einfach nicht vertragen hat. Also diese Story und diese Handlung und diese 13-Jährigen, die konnten diese Botschaft nicht so tragen, wie ich es mir gewünscht hätte. Dann las ich nochmal Catalin Dorian Florescu, diesmal mit Der Mann, der das Glück bringt. Wir haben hier verschiedene Handlungsstränge zu verschiedenen Zeiten. Wir haben einmal einen Handlungsstrang, in dem wir 1899 einen kleinen Zeitungsjungen in New York begleiten. Und dann haben wir noch einen Handlungsstrang einer jungen Frau, die im Donaudelta in Rumänien von New York träumt. Die Handlungsstränge führen irgendwann zueinander und natürlich brauche ich nicht sagen, dass mir die Szenen, die Kapitel, die im Donaudelta spielen, hier besonders gut gefallen haben. Catalin Dorian Florescu hat einfach so eine gute Erzählstimme, um den Aberglauben, die Tradition und die Kultur vor Ort in Rumänien beschreiben zu können und das Ganze irgendwie so magisch, mystisch wirken zu lassen, aber gleichzeitig auch klarzustellen, dass der Aberglaube eben das höchste Gebot der Menschen damals war. Aber ich muss trotzdem sagen, dass mir auch hier der rote Faden ein bisschen gefehlt hat. Zwischen den einzelnen Ebenen, zwischen den einzelnen Protagonisten, zwischen den einzelnen Zeitebenen haben wir uns in einigen Szenen doch auch wieder verloren. Und ich hätte mir vor allem am Ende irgendwie einen anderen Rahmen gewünscht, in dem diese Geschichte zusammengeführt wird. Ich habe nicht erwartet, dass die Geschichte so zusammengeführt wird. Und ich fand es auch nicht die klügste Art, die Geschichten so zusammenzuführen. Ich finde es vor allem so schade, wenn ich merke, wie sehr ich diese Rumänien-Parts von Catalin Dorian Florescu genieße, wie ungeduldig ich dann in manchen anderen Parts werde und wie ich dann anfange, quer zu lesen, weil ich dann manchmal das Gefühl habe, er hat in anderen Parts den roten Faden nicht so gut beieinander. Dann haben wir Amy Tanz, Töchter des Himmels. Ich habe mich sehr auf dieses Buch gefreut. Leider muss ich sagen, dass hier in dem Buch sehr viel Wirrwarr steckte, weil wir haben 4 chinesischstämmige junge Frauen, die in den USA aufgewachsen sind und deren Geschichte. Und dann haben wir jeweils noch das Schicksal der Mütter dieser 4 chinesischstämmigen jungen Frauen. Das heißt, wir haben noch das Schicksal von 4 Frauen, die aus China geflüchtet sind, um sich in den USA ein neues Leben aufzubauen. Von diesen 4 Frauen aus China hat jeder ihr eigenes Schicksal und jeder hat noch einen Mann vielleicht und jede von denen hat noch einen Sohn vielleicht und die treffen alle zwischendurch aufeinander vielleicht. Und dann wird es einfach sehr unübersichtlich. Manchmal wusste ich nicht mal, wer ich bin. Manchmal wusste ich nicht, wo ich bin. Manchmal wusste ich nicht, wie ich heiße, was mein Name ist, wo ich herkomme, wo ich hingehe. Keine Ahnung, wer ich war, Leute. Aber ich muss trotzdem sagen, dass Amy Tan es gut hinbekommen hat, die Kluft zwischen dieser Generation darzustellen, also zwischen der Generation, die aus China geflohen ist, unter dramatischen Bedingungen aus China geflohen ist und zwischen der jungen Generation, die eben in den USA inzwischen aufgewachsen ist. Also die Kluft könnte gar nicht größer sein und diese kulturellen Unterschiede könnten nicht größer sein. Und das ist eben sehr deutlich geworden in dieser Geschichte. Trotzdem wusste ich nicht immer, wer ich bin. Ich habe diese Parts, die in China spielten, sehr geliebt. Also das Schicksal der Mütter in China, was die durchgemacht haben, was die hinter sich gelassen haben, nicht nur im positiven oder negativen Sinne, einfach wie viel man da hinter sich gelassen hat. Dieser Aberglaube, diese facettenreiche Kultur, die sie hinter sich lassen mussten und diese Kultur, die irgendwie noch gefühlt aus einem anderen Jahrhundert war. Und dann der Neubeginn in den USA. Das war einfach etwas, was ich so genossen habe. Und dann die Kluft zwischen den Generationen. Aber ich wünsche mir einfach, Amy Tan hätte das ein bisschen schlanker zusammengeführt und einfach ein bisschen weniger Protagonisten hier rumtanzen lassen. Das waren einfach zu viele Leute. Zu viele Köche verderben den Brei. Und deswegen eben nur 3,5 Sterne. Aber wie gesagt, die Parts, die in China spielten, herausragend.
Wir kommen zu dem Buch ohne Kommas, nämlich Mein Bruder von Karin Smirnoff. Ja, dieses Buch hat kein einziges Komma und ich bin eigentlich ganz gut damit zurechtgekommen. Wir begleiten Jana. Jana fährt nach Jahren wieder in ihr altes Heimatdorf zurück, auf den Hof ihrer Eltern. Und auf dem Hof der Eltern lebt nur noch ihr Bruder. Jana und ihr Bruder haben traumatisierendste Dinge auf diesem Hof erlebt. Vor allem die Beziehung zum Vater ist sehr schwer geschädigt. Aber irgendwie hat man das Gefühl, Jana hat das Bedürfnis zu heilen. Und vor allem fand ich es dann gut, dass Karin Smirnoff es nicht zu einfach gemacht hat zu heilen, dass Jana einiges auszupacken hat und zu entpacken hat und dass ihr vor allem in dem Dorf nichts zu einfach gemacht wird. Das fand ich einfach sehr realistisch umgesetzt. Ich kann nur noch mal sagen, dass die Themen, die hier behandelt werden, wirklich schwer sind, also schwerste Kost sind. Aber ich muss trotzdem sagen, dass Karin Smirnoff diese schwerste Kost in einem Buch ohne Kommas und in diesem Bewusstseinsstrom von Jana so hinbekommen hat, dass ich dem 3,5 Sterne geben konnte. Und dann habe ich in der wunderschönen illustrierten Ausgabe Cthulhus Ruf von H.P. Lovecraft gelesen. Die Illustrationen sind von François Boranger, I don't know. Ich habe schon oft gesagt, bei H.P. Lovecraft sind illustrierte Ausgaben einfach Gold wert, weil H.P. Lovecraft hat seinen ganz eigenen Stil und mit dem kann man was anfangen oder kann mit dem weniger was anfangen, aber ich finde, Illustrationen bei H.P. Lovecraft sind einfach Gold wert. Hier macht sich ein Schriftsteller auf die Suche nach seinem verschwundenen Onkel und kommt dabei einer Gesellschaft auf die Spur, die Cthulhu anbetet. Und Cthulhu ist ein Wesen aus einer anderen Dimension und Cthulhu ist ein böses Wesen. Also H.P. Lovecraft ist für mich immer ein Abenteuer, weil man einfach merkt, dass es H.P. Lovecraft ist. Und er hat einfach seine Art, diese Geschichten zu erzählen. Und diese Art liebe ich einfach. Es ist auch immer so, wenn ich H.P. Lovecraft gelesen habe, kann ich mich genau daran erinnern, wie ich mich fühlte, als ich diese gelesen habe, weil es eben so irgendwie gruselig ist und so unangenehm ist und einen so ein Schauer über den Rücken jagt und eben seinen ganz eigenen Grusel hat. Aber nicht so, dass man tagelang jetzt in Angst durch den Alltag geht oder so, das überhaupt nicht. Aber während man es so liest, dann spürt man eben diesen ganz besonderen Grusel. Wir kommen zu den 4-Sterne-Büchern und damit zu den Büchern, die mich ein bisschen mehr begeistern konnten, an den Büchern, die mein Leben bereichert haben. Dann kommen wir zu Junichiro Tanizakis Der Schlüssel. Dieser Roman wird gern als Skandalroman aus Japan betitelt und als ich das Buch beendet hatte, wurde mir klar, wieso. Wir haben hier ein Ehepaar, das beginnt mittels ihrer Tagebücher miteinander zu kommunizieren. Und was sich jetzt irgendwie so anhört, als würde das Ehepaar einen Weg suchen, miteinander zu reden und irgendwie einen Weg zueinander suchen, führt irgendwie dazu, dass das Ehepaar noch mehr auseinanderdriftet und im Endeffekt entwickelt sich das Ganze zu einem sehr düsteren Kammerspiel, bei dem man nicht mal weiß, wem man jetzt glauben kann und nicht mal weiß, wer jetzt Opfer ist und wer jetzt Täter ist. Der Roman ist auch in Tagebuchform geschrieben, also wir erleben sowohl die Tagebucheinträge des Mannes als auch die Tagebucheinträge der Frau. Jedoch sind beide sehr unzuverlässige Erzähler und beide widersprechen sich auch regelmäßig in dem, was sie sagen und manchmal widersprechen sie sich selbst in dem, was sie sagen. Das Ganze wird sehr schnell sehr gefährlich und sehr düster. Ich habe nicht so viel Dunkles und so viel Intrige und Verrat hier erwartet. Es war echt ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Ich habe echt eine nette Geschichte darüber erwartet, wie ein Ehepaar wieder aufeinander zugeht und anfängt miteinander zu reden. Überhaupt nicht, Leute. Überhaupt nicht. Wir kommen zu einem hierzulande eher unbekannten Werk und auf dieses Werk bin ich auch nur gestoßen, weil ich von Beisua Weiße Nacht gelesen habe. Und in Beisuas Weiße Nacht wird der erste Satz von Sadek Hedayats Blinde Eule mehrmals rezitiert. Wunden gibt es, die wie Lepra an der Seele nagen, langsam in der Einsamkeit. Wir begleiten hier einen im Schatten gefangenen, opiumsüchtigen, einsamen Protagonisten, der eigentlich immer nur in seiner Gedankenwelt unterwegs ist und zwischen Einsamkeit,
Tod, Leidenschaft und Liebe nur sehr wenige Themen kennt, die sein Leben tangieren. Es ist ein interessantes Porträt der menschlichen Psyche und der Gefahren von Isolation und Wahnsinn. Es wird zwischendurch deutlich klar, dass unser Protagonist einfach opiumsüchtig ist und dass zwischen der Wahnwelt und der Welt, die eben in seinem Kopf ist, die Grenzen nicht mehr ganz klar sind. Aber es ist auch klar, dass hinter seiner Opiumsucht sehr viel Traurigkeit, sehr viel Dunkelheit und sehr viel Negativität steckt. Und für diese Negativität muss man wirklich bereit sein. Ich kann mich noch erinnern, als ich das mit meinem Mann gelesen habe, dass ich immer wieder nur sagte, das ist so schwer. Nicht mal schwer zu lesen. Unter anderem auch, es ist die einfachste Sprache, es ist eine sehr hochwertige Sprache, aber die Themen sind so schwer. Das Buch hat wirklich Potenzial, einen runterzuziehen, und ich kann es niemandem empfehlen, der nur irgendwo in seinem Kopf ab und zu ein bisschen negative Gedanken hat, denen er sich gern hingibt, weil dieses Buch hat einfach eine Fülle an negativen Gedanken, an denen man sich durchgehend bedienen kann. Und es ist irgendwie so ein Buch, das einen so an den Rand dessen treibt, woran man glaubt in dieser Welt. Und einem so klar macht, wie verzweifelt eine menschliche Seele sein kann. Es gehört sicherlich zu einem der kränksten Bücher, die ich je gelesen habe. Es ist teilweise surreal, es ist sehr hochwertig geschrieben. Ich möchte nicht sagen, dass ich alles verstanden habe, was hier abging. Vor allem glaube ich, dass mir einiges an Symbolik durchgegangen ist. Aber trotzdem gehört es zu einem der Werke, die ich mit kaum irgendwas auf der Welt vergleichen kann. Ich kann dieses Werk mit nichts vergleichen. Wir kommen zu Yi Seol Kims Willkommen. Wir haben hier Yun Yang, und Yun Yang ist eine junge Frau, die von der Armut ihrer Familie sehr gebeutelt ist, aber sie hat eine kleine Hoffnung, denn sie hofft, dass ihr Mann die Prüfung zum Beamten besteht, also er möchte verbeamtet werden, denn das hieße ja, dass sie ein regelmäßiges Einkommen haben und somit auch der Armut der Familie entfliehen können. Es kommt alles anders als gedacht. Yun Yang wird schwanger und ihr Mann fällt durch die Beamtenprüfung. Das heißt, er muss diese Beamtenprüfung nochmal machen. Zwischendurch muss aber natürlich jemand dafür sorgen, dass Geld da ist, um Essen auf dem Tisch zu haben. Deswegen geht Yun Yang sehr schnell nach der Geburt ihres Kindes wieder arbeiten. Und sie arbeitet in einem Restaurant in einem Naherholungsbereich nahe der Stadt. In diesem Restaurant gibt es ein Restaurant, aber es gibt auch Bungalows auf dem Gelände dieses Restaurants, und schnell wird klar, dass in diesen Bungalows spezielle Dienste angeboten werden. Und schnell wird auch klar, dass man mit diesen Diensten viel, viel mehr verdienen kann, als Yun Yang eben in ihrer 14-Stunden-Schicht im Restaurant verdienen kann. Die Armut ist groß und Yun Yang hat eine Tochter, die sie ernähren muss. Und einen Mann, den sie auch noch mit über die Runden bringen muss. Und an diesem Buch wird eben klar, wie die Spirale der Armut sich immer weiter dreht, wie diese Kralle der Armut einen gepackt hat und nie wieder loslassen wird, weil egal wie sich Yun Yang hier wendet und dreht und versucht, dieser Armut zu entwinden, irgendwie schafft sie es nie und irgendwie bekommt sie nie richtig die Möglichkeit, sich dieser Armutskralle zu entwinden. Und natürlich stellt es die ganz große Frage, wie freiwillig denn die Entscheidung einer Frau sein kann, ihren Körper zu verkaufen. Also wie freiwillig ist denn diese Entscheidung, wenn es die einzige Möglichkeit ist, ihre Familie über die Runden zu bringen? Wie freiwillig kann diese Entscheidung dann sein und wie romantisieren muss man dann diese Entscheidung, dass jede Frau die Macht über ihren Körper selbst hat? So freiwillig ist diese Entscheidung ja dann doch nicht. Und Yi Seol Kim macht eben klar, wie unfreiwillig diese Entscheidung im Endeffekt war und was vor allem diese Entscheidung mit der Seele der Frau macht und vor allem mit dem Körper der Frau macht. Wie man vor lauter Verrohung und Brutalität eben ein anderer Mensch wird und wie man im Endeffekt so ein anderer Mensch wird, dass man sich in dem, wie man sich entscheidet und wie man handelt, dann gar nicht mehr wiedererkennt. Auch das ist ein Buch, das nicht ohne ist, aber ich finde trotzdem, dass es ein sehr wichtiges Buch ist. Wir bleiben bei den koreanischen Autoren und kommen zu Park Hyung-soo, Nana im Morgengrauen. Wir haben hier Leo. Leo ist frisch ausstudiert und möchte eben, bevor er in die Arbeitswelt eintritt, nochmal eine Weltreise machen. Auf dieser Weltreise kommt er dann in Nana an. Nana ist ein Vergnügungsviertel in Bangkok in Thailand. Und in Nana
ändert sich dann so ziemlich alles in seinem Leben. Er bleibt in Nana hängen und kommt so schnell dann nicht mehr raus. Ursache des Ganzen ist Ploy, eine Prostituierte, die er zufällig an einem Imbissstand trifft und die ihn irgendwie in seinen Bann zieht, sodass er am nächsten Tag dann wieder zu Ploy geht, zu ihr nach Hause geht. Und dann kommt es dazu, dass er verletzt wird. Und aufgrund seiner Verletzung kann er nun Nana und Thailand so schnell nicht mehr verlassen. Das heißt, Leo landet jetzt in der Wohnung dieser Prostituierten Ploy. Und in dieser Wohnung ist er irgendwie so im Auge des Wirbelsturms, mitten in Nana, mitten in diesem sozialen Geflecht, in dem diese Prostituierten gefangen sind und all die Menschen drumherum gefangen sind, in diesem Wirrwarr aus Prostitution, Drogen, Abhängigkeit und Armut. Einige Abzüge gab es für den Schreibstil von Park Hyung-soo. Er ist ein sehr detailreicher Beschreiber, also er hat uns gerne die Straßen von Nana beschrieben, er hat uns alles Mögliche in Nana beschrieben, er hat uns den Werdegang von sehr vielen Menschen beschrieben, aber leider hat er nicht das Feingefühl gehabt, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Also bei einem Protagonisten, der nur zwei Seiten durchs Bild huscht, brauche ich nicht wissen, was dessen Vater beruflich gemacht hat. Und was mir auch ein bisschen schwer gefallen ist, ist der sehr plötzliche, aus dem Nichts auftauchende magische Realismus. Also der magische Realismus war hier manchmal so plötzlich, dass ich Abschnitte nochmal lesen musste, um zu lesen, ob ich irgendwas verpasst habe. Auch wenn es von der Bewertung her nicht mein Liebstes war und wenn ich zwischendurch auch ein bisschen Probleme hatte mit dem Buch, weil es eben manchmal so sehr beschreibend war und so, dass ich es kaum noch aushalten konnte, muss ich doch sagen, dass es eben wie kein anderes Dinge beschrieben hat, die ich so noch nie in meinem Leben gelesen habe und eben von Orten geschrieben hat, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Und das vergisst man dann so schnell auch nicht. Als nächstes ein Klassiker, nämlich von Hermann Hesse, Steppenwolf. Bis auf das Ende hin war dieses Buch für mich herausragend. Alles, was Harry Haller hier denkt, alles, was Harry Haller hier fühlt, kann ich so unterschreiben. Genau meine Seele, das hat zu mir gesprochen, wie sonst kein anderes Buch. Ich habe Harry Haller gefühlt. Und dann kam das Ende und dann habe ich Hermann Hesse nicht mehr gefühlt. Aber Harry Haller und seine Zerrissenheit zwischen dem Bedürfnis nach Freiheit und dieses Gefühl, irgendwie nicht dazuzugehören und irgendwie anders zu sein und dann doch dieses Bedürfnis, irgendwie dazugehören zu wollen, nicht immer mit dabei sein zu wollen, aber wenigstens gefragt werden zu wollen, ob man dabei sein will. Damit kann ich mich halt 1000%ig identifizieren. Dieses sich anders fühlen in der Welt und irgendwie verloren fühlen in der Welt und dann akzeptieren, dass man eben so ein Andersdenker ist und alleine durch die Welt streunt und dann aber denken, ja, so zwischendurch wäre es auch mal schön, wenn jemand da wäre. Oder wenn man irgendwo einen Anhaltspunkt in dieser Welt hätte, einen Punkt, wo man anknüpfen kann an andere Seelen, das wäre doch mal schön. Da konnte ich mich 1000%ig mit Harry Haller identifizieren, aber am Schluss wurde es mir dann doch zu wild, zu durcheinander, zu ich hau mal jegliche Symbolik rein, die ich mir nur im geringsten vorstellen kann und dann soll der Leser denken, was er will, aber hier bitteschön, es ist alles drin. Das Ende hat für mich kein rundes ergeben, es hat gar nicht zu dem allen gepasst, wo ich vorher mitgehen konnte. Und deswegen wurden es dann nur 4 Sterne für den Hermann Hesse. Und dann kommen wir zu Wilkie Collins, Der rote Schal. Das ist ein viktorianischer Kriminalroman und was sich anfangs ein bisschen veraltet und eingestaubt anhört, ist doch ein recht spannendes Unterfangen und genau die Art von Kriminalroman, wie ich sie genießen kann. Wir starten im Jahre 1832 im Schwarzwald. Wir haben einen älteren, kranken Plantagenbesitzer, der eben zur Kur in den Schwarzwald kommt. Und sein einziger Wunsch ist es noch, ein Testament aufzusetzen. Und in dem Testament, das er aufsetzt, bittet er um eine Sache, nämlich darf sich sein Sohn darf niemals seinem Namensvetter Alan Armadale über den Weg laufen. Es gibt nochmal einen Alan Armadale. Es gibt 2 Menschen, die Alan Armadale heißen und diese 2 dürfen sich nie, nie, nie begegnen. Man kann es sich vorstellen, die 2 treffen aufeinander. Aber keiner der beiden weiß von seinem Glück.
Und für den Leser ist es so, dass wir schon immer einen Schritt voraus sind. Aber für den Leser ist es auch so, dass man nicht einfach sagen kann, jetzt sagt doch jeder, wie es ist und dann ist gut, weil da eben so viele Verstrickungen mit dabei sind und soziale Geflechte mit dabei sind, die eben berücksichtigt werden müssen. Dieser Roman hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, weil Wilkie Collins sich einfach Zeit nimmt, um diese sozialen Konstrukte herzustellen, um jedem der Alan Armadales seine Geschichte zu geben und dann eben noch eine grandiose Geschichte zaubert, als die beiden aufeinandertreffen. Hier gibt es nicht viel Peng-Peng oder Geschrei oder Menschen sterben am laufenden Band. Es ist einfach eine Geschichte, wo man denkt, hahaha, hier passiert doch gleich was. Und jeder ist in Gefahr und ständig ist Gefahr da, aber es ist nicht so, dass am laufenden Band Menschen sterben. Ich habe diesen Kriminalroman wirklich sehr genossen und es war bestimmt nicht der letzte Roman von Wilkie Collins, den ich gelesen habe. Von dem her kann ich euch diese viktorianische Kriminalgeschichte sehr empfehlen. Wir kommen zu einem Buch, das ich nicht physisch da habe, nämlich von Kurt Krömer, Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Dieses Buch habe ich als Hörbuch gehört und einzig und allein deswegen als Hörbuch gehört, weil ich wissen wollte, wie es dem Kurt Krömer geht. Ich mag ihn, also ich mag die Figur Kurt Krömer. Ich weiß nicht, wie er primat ist, aber ich wollte einfach wissen, wie es ihm geht. Und Kurt Krömer behandelt hier die Geschichte seiner Depression. Also er beschreibt, seit wann er Depressionen hat, wie sich die Depression bei ihm geäußert hat und vor allem in welchen verschiedenen Kostümen sich die Depression bei ihm versteckt hat. Und ich finde es vor allem sehr, sehr wichtig, dass Männer über dieses Thema reden. Und ich finde es vor allem sehr wichtig, dass verschiedene Gesichter der Depression gezeigt werden. Kurt Krömer entsprach eben nicht diesem immer weinend im Bett liegenden Depressiven, sondern er hat als Kurt Krömer immer funktioniert. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass verschiedene Gesichter der Depression gezeigt werden und auch bekannt werden, weil man kann wirklich sehr gut funktionieren mit schwersten Depressionen. Und das glauben einem viele Menschen nicht, aber es ist leider so. Es ist leider die Realität, dass Depression, so wie jede Krankheit, nicht bei jedem gleich aussieht. Und deswegen fand ich es ein sehr wertvolles Buch und ein sehr zugängliches Buch. Und vor allem ein Buch, das man als Angehöriger eines Depressiven oder eben als Selbstbetroffener sehr gut lesen kann und eben einiges davon mitnehmen kann. Wir kommen zu zwei Kurzgeschichten von meinem liebsten Stefan Zweig, die ich gelesen habe. Einmal Die Gouvernante und einmal Brief einer Unbekannten. Beide Kurzgeschichten habe ich sehr genossen, so wie alle Kurzgeschichten von meinem liebsten Stefan Zweig. Ich werde zu den Kurzgeschichten nicht sehr viel sagen, weil es wirklich kurze Kurzgeschichten sind, aber ich kann einfach jede Kurzgeschichte von Stefan Zweig empfehlen. Das Einzige, was mich wirklich nicht so interessiert, sind diese geschichtlichen Abhandlungen von ihm, wo es um geschichtliche Dinge geht, geschichtliche Ereignisse, geschichtliche Persönlichkeiten. Das interessiert mich jetzt weniger, aber die Kurzgeschichten von ihm sind eigentlich alle ein Traum. Und als nächstes haben wir Tao von Yannick Han-Biao-Federer. Wir haben hier Tobi, der eigentlich Tao heißt, aber nur von seiner Ex-Freundin so genannt wurde. Und er ist frisch von dieser Frau getrennt und begibt sich nun auf einen Roadtrip. Auf diesem Roadtrip plagt ihn immer wieder der Gedanke, was eigentlich damals mit seinem Vater passiert ist. Und die Frage nach dem Vater zieht sich hier durch die komplette Geschichte. Taos Vater ist selbst von Deutschland nach Hongkong gereist, um eben herauszufinden, was mit seinem Vater eigentlich passiert ist. Er kommt nämlich aus Hongkong und ja, er möchte nun herausfinden, wo sein Vater ist und was der gerade macht. Aber bei seinem Aufenthalt in Hongkong kommt er ums Leben. Und jetzt haben wir eben Tao, eigentlich Tobi, der nun in Deutschland sitzt und sich fragt, was mit seinem Vater in Hongkong passiert ist und nun eben selber herausfinden möchte, was da eigentlich los war. Das Interessante an dieser Geschichte ist, dass sie auf mehreren Ebenen erzählt wird. Tobi selbst schreibt eine Geschichte, in dem der Protagonist seinen Vater sucht. Und dann haben wir eben Tobi, der sich fragt, was mit seinem Vater passiert ist. Und dann haben wir die Geschichte von Tobis Vater, der sich ja auch fragt, was eigentlich mit seinem Vater ist. Also diese Vaterfrage ist so Kern dieses Buches. Jedoch muss ich sagen, dass die verschiedenen Ebenen, die sich ineinander verstricken und sich dann wieder voneinander lösen, dass mir diese Ebenen diese Geschichte etwas schwer gemacht haben, dass sie mich etwas, ja, manchmal ratlos haben stehen lassen und dass mir nicht ganz klar war, wohin jetzt der Weg führt, was natürlich sehr aussagekräftig für Tobis Lage ist, aber mir eben im Endeffekt
nicht ganz so gut gefallen hat. Nichtsdestotrotz würde ich gerne weitere Bücher von Jannik Hanbiau-Fetterer lesen. Das hier war auf jeden Fall ein sehr anspruchsvolles Werk, nicht das leichteste Werk, aber vor allem diese Herkunfts- und Heimatsthematik hat er hier sehr gut umgesetzt. Wir kommen zu einem der wenigen Thriller, die ich dieses Jahr gelesen habe, Bullet Train von Kotaro Isaka. Hier befinden wir uns in einem Shinkansen, also in diesem Hochgeschwindigkeitszug in Japan, und wir haben 5 Killer. 5 Killer, die alle das gleiche Ziel haben, und 5 Killer, die sich alle ständig in die Quere kommen. Und das Ganze eben auf die Beengtheit eines Zuges komprimiert. Diese Geschichte hat dadurch ihren ganz eigenen Flair und es hat vor allem einige Wendungen drin gehabt, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Und deswegen kann ich sagen, dass mich dieser Thriller sehr gut unterhalten hat. Wir kommen zu einer zeitgenössischen Autorin, die genau meinen Nerv getroffen hat, nämlich von Marion Messina, Fehlstart. Wir haben hier Aurelie, die versucht, durch ein Jurastudium ihrer Arbeiterfamilie zu entkommen, beziehungsweise ihrem Schicksal als Mitglied der Arbeitergesellschaft zu entkommen. Und sie muss aber schnell feststellen, dass das Jurastudium nicht wirklich die Lösung für alles ist. Und vor allem sieht sie sich konfrontiert mit der Belanglosigkeit von Beziehungen. Und ein ganz großes Thema in Fehlstart ist die Tatsache, wie schwierig es heutzutage ist, aus dieser Arbeiterschicht in eine elitärere Klasse aufzusteigen und wie wichtig es eben für Großstädte ist, dass es immer noch die kleinen Leute gibt, die eben das kleine Tagwerk vollbringen und diese kleinen Leute eben das Rädchen der Großen am Laufen halten. Großer Kritikpunkt an diesem Buch ist, dass Marion Messina hier viele Themen anzapft. Diese Themen kann man aber aufgrund der Komplexität der Themen nicht in so ein dünnes Büchlein weitreichend verpacken. Nichtsdestotrotz hat mich Marion Messina mit ihrer Gesellschaftskritik und vor allem mit ihrer Kritik an dem heutigen Bewusstsein der jungen Leute mitreißen können. Das war für mich wirklich so erfrischend und auch so ernstzunehmend. Ich hatte wirklich das Gefühl, Marion Messina muss man ernst nehmen. Als nächstes haben wir Scherbentanz von Chris Kraus. Wir haben Jesko. Jesko ist 33 Jahre alt und an Leukämie erkrankt. Er ist eigentlich schon jeden möglichen Stammzellenspender in seiner Familie durchgegangen, nur eine fehlt, nämlich seine Mutter. Zu seiner Mutter hat er eigentlich keinen Kontakt mehr, aus Gründen. Und dann wird er eines Tages auf das Anwesen seines Vaters geladen. Also die Familie seines Vaters ist schwer wohlhabend und sein Vater hat die Mutter eingeladen, um eben zu testen, ob die Mutter als Stammzellenspenderin für Jesko in Frage kommt. Jetzt entpackt sich natürlich die ganze Familiengeschichte, was dahinter steckt, wieso Jesko keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter hat, was dahinter steckt, wieso es ihm eigentlich auch lieber ist, wenn sie nicht passen würde als Stammzellenspenderin. Und das, was sich da entpackt, ist ziemlich viel. Aber ich finde, Chris Kraus hat es einfach wunderbar deutlich gemacht, dass man nicht einen einzigen Menschen als Buhmann hinstellen kann, vor allem bei so komplexen Dingen wie einem familiären System gibt es immer mehrere, die Schuld an etwas tragen und dass man nicht einfach immer nur sagen kann, der hat versagt, der ist schuld, weil in einer Familie eben oft mehrere Dinge versagen, sodass es dann eben zu einem so problematischen Familienverhältnis kommt, wie es Jesko eben mit seiner Mutter hat. Was mich jetzt zwischendurch sehr überrascht hat, ist die Sprache, also gerade die Momente, in denen Jesko sehr ruhig war und in denen Jesko in sich gekehrt war und für sich überlegt hat und nachgedacht hat. Das waren wirklich sprachlich sehr schöne Momente. Aber ich muss auch sagen, dass in diesem Buch viel Wahnsinn steckt. Aber eigentlich kann man sagen, ja, hört sich nach einer ganz normalen Familie an. Dann las ich von Patricia Highsmith 2 Fremde im Zug. Der Titel ist Programm. Wir haben 2 Fremde, die sich im Zug begegnen und es entsteht ein recht harmloses Gespräch, aber dieses harmlose Gespräch nimmt recht schnell eine Wendung, als es darum geht, dass jeder der beiden jemanden hat, den er lieber nicht mehr in seinem Leben hätte. Und die beiden fabulieren einen Mordplan zusammen und sie denken irgendwie, ja, jetzt haben wir den perfekten Mordplan. Und dann trennen sich die beiden wieder. Der eine denkt aus den Augen, aus dem Sinn. Und der andere nimmt den Mordplan doch etwas ernster. 2 Fremde im Zug ist ein wunderbares Porträt der menschlichen Psyche. Es beschreibt gut, wie Menschen manchmal in die Lage kommen, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht tun wollten.
Es beschreibt wunderbar, wie einem manches so zum Bedrängnis werden kann, dass man eben Dinge tut, die man so nie von sich erwartet hat. Hier geht es nicht viel um Mord und Totschlag, sondern eben vielmehr um die Psyche, wenn es um Mord und Totschlag geht oder um eben das, was den Menschen bewegt und das, wozu der Mensch fähig sein kann. Man kann es gerne einen Kriminalroman nennen, weil es schon in die Richtung geht, aber ich finde, es hat eben eine wunderbare psychologische Ebene, die mir eben besonders gut gefallen hat an diesem Roman. Ein weiterer japanischer Autor ist Kobo Abe mit Die Frau in den Dünen. Ich hatte sehr viel Respekt vor diesem Werk und ich muss sagen, der Respekt war gerechtfertigt. Nichtsdestotrotz habe ich dieses Buch doch genießen können. Wir haben hier einen Protagonisten, der in ein abgelegenes Dörfchen kommt und dieses Dörfchen besteht irgendwie nur aus Sand. Und dann wird er in den Dünen festgehalten. Also er ist irgendwie mit einer Strickleiter in ein Haus gebracht worden und am nächsten Morgen ist diese Strickleiter eben weg. Das Ganze ist sehr Kafkaesk, sehr surreal manchmal und natürlich ist viel im übertragenen Sinne gemeint und mit diesen vielen Übertragungen muss man natürlich mitdenken können. Nichtsdestotrotz habe ich das Werk sehr genossen, aber nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, dass es nicht das einfachste japanische Werk war und von der Sprache war es jetzt auch nicht mein liebstes japanisches Werk. Es geht viel um die Freiheit, viel um den freien Willen des Menschen. Aber ich muss trotzdem sagen, dass das jetzt nicht mein allerliebstes war. Es gab ja auch ein paar sprachliche Unfeinheiten, die ich einfach nicht so erwartet hätte bei so einem fast schon Klassiker. Deswegen hat es von mir eben nur 4 Sterne bekommen. Eine Kurzgeschichte, die auf meinem Sub lag und korrekterweise eben hier auch genannt werden muss, weil die Kurzgeschichte ist von meinem Sub verschwunden, ist von Franz Kafka, Das Urteil. Das ist ja eine kürzeste Geschichte, wenn man das so nennen kann. Also wirklich eine kürzeste Geschichte. Ich kann gar nicht so viel über das Werk sagen, außer dass es eben diese sprachlich präzise, messerscharfe Ausdrucksweise hat, wie man sie eben von Kafka gewohnt ist. Wir kommen zu Claudia Schumachers Liebe ist gewaltig. Das ist ihr Debütroman und wir haben hier Juli. Julis Vater ist psychisch und physisch gewalttätig. Er hat die ganze Familie unter Kontrolle. Er weiß genau, bei wem er welche Knöpfe drücken muss, damit diese Person dann funktioniert. Und Claudia Schumacher ist es vor allem gelungen, aus diesem verletzten Teenager-Mädchen Juli eine Erwachsene zu machen, die all ihre Verletzungen aus der Kindheit mitgenommen hat und nie wirklich heilen konnte. Aber diese Verletzungen haben inzwischen eben eine andere Daseinsform angenommen. Also die Verletzungen aus der Kindheit und Jugend, die äußern sich jetzt im Erwachsenenalter eben ganz anders. Und das finde ich auf psychologischer Ebene eben sehr gut gemacht, wie Claudia Schumacher klargemacht hat, dass jeder in dieser Familie anders verletzt wurde und jeder aus dieser Familie seinen eigenen Schutzmechanismus angelegt hat und seinen eigenen Überlebensmechanismus angelegt hat. Und wir aus diesen verletzten Kindern irgendwann eben Erwachsene werden, aber diese Erwachsene eben ihre Verletzungen jetzt in anderer Weise zur Schau tragen oder diese eben dazu führen, dass sie es im Leben nicht so einfach haben. Vor allem die Beziehung zur Mutter fand ich besonders gut, aber besonders schwierig dargestellt, weil ja, man kann sich vorstellen, dass eine Mutter, die bei sowas zusieht, irgendwie Opfer ist, aber irgendwie auch ganz deutlich Täter ist. Und das finde ich eben so herausragend, dass Claudia Schumacher so facettenreich über diese Problematik geschrieben hat und das auch noch so authentisch rübergebracht hat. Kein einfaches Thema, aber ein wichtiges Thema. Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel von Hertha Müller. Das hier ist eine Essaysammlung von Hertha Müller. Hier sind Essays und Reden drin, die Hertha Müller mal gehalten hat. Das ist ja wirklich was für Hertha Müller-Fans, also was für mich. Und hier ist auch die Tischrede, die sie nach dem Gewinnen des Nobelpreises gehalten hat drin. Und das ist einer meiner liebsten Texte, die Hertha Müller je geschrieben hat. Und deswegen habe ich nichts als Liebe für diese Essaysammlung über. Hertha Müller schreibt auch über die Themen, wo ich einfach immer wieder niederknie und sage, ja, erzähl mir mehr Hertha Müller. Deswegen für mich ein grandioses Buch. Ein sehr atmosphärisches Buch war für mich von Emma Stonex, Die Leuchtturmwärter. Wir haben hier das Verschwinden von 3 Leuchtturmwärtern in den 70er Jahren. Der Leuchtturm ist abgeschlossen, der Tisch ist gedeckt, alle Uhren sind stehen geblieben und die 3 Leuchtturmwärter sind
weg. Das ist so der Mittelpunkt der Geschichte und wir befinden uns jetzt Jahrzehnte später, denn ein Schriftsteller möchte gerne das Verschwinden dieser drei Leuchtturmwärter verschriftlichen, in eine Geschichte packen und dazu sucht er eben die Frauen von diesen Leuchtturmwärtern auf und anhand der Schicksale der Frauen merkt man eben, wie verschieden diese Frauen mit diesem Verlust umgegangen sind und wie verschieden diese Frauen diesen Verlust auch verkraftet haben und wie jeder einfach seine eigene Theorie aufgestellt hat, was damals passiert ist. Es geht ja weniger um irgendeinen Thrill oder irgendwelche mysteriösen Dinge, die passieren. Es geht auch weniger um den Abend an sich, als die Männer verschwinden. Es geht hier mehr um dieses soziale Konstrukt drumherum, um diese Beengtheit und dieses so nah sein in einem Leuchtturm und wie wichtig es ist, sich da Distanz zwischen den Beteiligten zu schaffen. Aber es geht natürlich auch darum, wie verstrickt die eigentlich miteinander sind. Mir hat dieses Buch sehr gefallen. Ihr wisst vielleicht, ich liebe alles, was mit Schiffen und Meeren und Leuchttürmen zu tun hat. Deswegen war das eben genau nach meinem Geschmack. Aber ich denke, das kann für jemanden, der eben was Gruseliges oder Mysteriöses oder Thrillerlastiges erwartet, eine große Enttäuschung sein. Hier geht es ganz wenig um das, was eigentlich passiert ist. Hier geht es mehr um das, was danach passiert ist, nachdem es passiert ist. Also all die Nachwirkungen, die das Verschwinden dieser Männer hatte. Dann habe ich dieses Jahr zu einem richtigen Gruselbuch gegriffen, was eigentlich so außerhalb meiner Komfortzone liegt. Aber ich habe sehr gerne Der Fluch von Carrow House von Darcy Coates gelesen. Wir haben hier eben Carrow House und Carrow House hat eine jahrhundertelange Geschichte und es sind nicht so schöne Dinge im Carrow House passiert, aber jetzt haben wir auf jeden Fall eine Gruppe von Menschen, die ein paar Tage im Carrow House verbringen möchte, um eben Vorkommnisse, Unstimmigkeiten in diesem Haus zu untersuchen. Ja, es hört sich an wie die typische Geisterhausgeschichte und es ist vielleicht auch einfach die typische Geisterhausgeschichte, aber ich liebe Geisterhausgeschichten. Ich liebe Horrorfilme über Geisterhäuser, deswegen hat das hier genau meinen Geschmack getroffen. Und ich muss einfach sagen, wenn man solche Geschichten liest, dann ist es irgendwie 10-mal gruseliger, als wenn man sie einfach als Film sieht. Ich war echt tagelang wie betäubt von diesem Buch und war immer so, da war doch was. Aber genau das ist es ja, was man von einem Gruselbuch erwartet, nämlich dass es einen mitnimmt und einem Angst macht. Wir kommen zu Josef Roths Radetzky-Marsch. Wir begleiten hier drei Generationen der Trotter-Familie. Die Trotter-Familie lebte im Kaiserreich Österreich-Ungarn und war mit dem Kaiser selbst etwas verbandelt. Die Geschichte ist ein sehr gutes Abbild der Kultur und der Gesellschaft zu der Zeit, aber die Geschichte macht auch gut klar, wie dieses Kaiserreich Österreich-Ungarn langsam zu bröckeln anfängt und wie es dann eben zum Zusammenbruch der Monarchie kam. Für mich war das eine der Überraschungen dieses Jahr. Ich habe hier gar nicht so viel erwartet und doch so viel bekommen. Und es hat mich vor allem sehr stark an Stefan Zweig erinnert. Aber Josef Roth und Stefan Zweig waren ja befreundet. Deswegen liegt es nahe, dass die beiden irgendwie einander ähnlich sind. Dann las ich einen Klassiker, der als Schullektüre sehr beliebt ist, nämlich von Bernhard Schlink, Der Vorleser. Wir haben hier den 15-jährigen Michael, der mit der sehr viel älteren Hanna eine Liebelei anfängt. Und diese Liebelei lebt sich irgendwann auseinander und Michael trifft Hanna dann sehr viele Jahre später im Rahmen eines Gerichtsprozesses wieder. Bernhard Schlink spielt hier sehr mit der Schuldfrage und stellt immer wieder die Frage, wie schuldig man sein kann oder wie viel Schuld man tragen kann. Und er macht es einem eben nicht so einfach zu sagen, du bist schuld. Und Bernhard Schlink wirft eben die Schuldfrage ein paar Mal hin und her und beleuchtet diesen Schuldbegriff von allen Seiten. Und dementsprechend hat mir das Buch dahingehend sehr gut gefallen. Trotzdem hat es nicht zu mehr als 4 Sternen gereicht, obwohl wir ja durchgehend eine hochwertige Sprache haben. Aber das ist dieses Phänomen. Es hat mich nur bis zu einer gewissen Grenze begeistert, aber nicht über diese Grenze hinaus. Von David Mitchell, Der Wolkenatlas. Hier haben wir 6 unterschiedliche Handlungsstränge, die zu 6 unterschiedlichen Zeiten an 6 unterschiedlichen Orten spielen, aber diese Handlungsstränge sind alle miteinander verbunden. David Mitchell hat sich jetzt für jeden Handlungsstrang noch eine eigene Schreibtechnik ausgesucht. Das heißt, jede Geschichte hat seine eigene Art, erzählt zu werden. Aber ich muss doch sagen, nach dem Beenden dieses Kloppers steht man doch mit der Frage da, für was denn jetzt der ganze Aufwand?
Und diese ganzen kleinen Punkte, mit denen man diese Geschichten verbinden könnte, die wirken doch sehr zart für die Wucht dieser Geschichten und für diese Länge der Geschichten. Also es kommt einem vor, als hätte David Mitchell jetzt viel gesagt und viel geschrieben und viel getan. Und am Ende fragt man sich, aber für was? Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass David Mitchell einfach ein Könner ist, egal welche Schreibtechnik er sich aussucht, egal welche Schreibform er sich aussucht, egal in welcher Art die Geschichte geschrieben ist, er kriegt es einfach unfassbar gut hin. Manche Geschichten sind hier grandios, manche Geschichten sind hier deutlich stärker als andere. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass es wirklich mal ein anderes Werk war, aber es hatte eben auch seine kleinen Mängel. Auch ein 4-Sterne-Buch war für mich von Roald Amundsen, Die Eroberung des Südpols. Bei solchen Büchern wie Erfahrungsberichten oder eben Beschreibungen davon, wie es einem Mensch zu einer gewissen Zeit ergangen ist, da überlege ich immer 3-4 Mal, ob ich sie bewerten soll, aber im Endeffekt muss ich sie am Ende des Jahres irgendwo zuordnen können. Deswegen habe ich diesem Buch einfach 4 Sterne gegeben, weil es für mich doch ein sehr gutes Buch war, wenn es darum geht, dass mir Roald Amundsen eben erklärt, wieso seine Expedition zum Südpol geglückt ist. Ein weiterer Klassiker, den ich dieses Jahr entdecken durfte, war von Daniel Defoe, Robinson Crusoe, in dieser wunderschönen Ausgabe, die ich im öffentlichen Bücherschrank gefunden habe. Robinson Crusoe kennt wahrscheinlich jedes Kind. Es ist der klassischste Abenteuerroman, den man sich vorstellen kann. Es handelt natürlich von dem jungen Robinson Crusoe, der nach ein paar Verwicklungen einsam auf einer Insel strandet. Und er verbringt viele Jahre auf dieser einsamen Insel und innerhalb dieser vielen Jahre hat er natürlich sehr viele Dinge, über die er nachdenken kann und sehr viele Dinge, um die er sich kümmern muss. An erster Stelle steht natürlich sein Überleben, an zweiter Stelle stehen die vielen Dinge, vor denen er Angst hat, nämlich Angst, nicht über die Runden zu kommen, Angst, nicht genügend zu essen zu haben, Angst, nicht genügend sauberes Wasser zu haben, die Einsamkeit, aber gleichzeitig eben auch die Angst davor, was ist, wenn jetzt jemand auf die Insel kommt. Das war für mich ein wunderbares Beispiel dafür, dass ein gut geschriebenes Buch Jahrhunderte alt sein kann und trotzdem immer noch ein gut geschriebenes Buch bleibt. Natürlich gab es hier und da einige Stellen, wo man heutzutage vielleicht ein bisschen abschneiden und zurechtschneiden würde. Aber für sein Alter und für all das, was ich hier in diesem Werk gefunden habe, ist es mehr als verdient ein 4-Sterne-Buch geworden. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Ich liebe alles, was irgendwo mit Schiffen und dem Meer zu tun hat. Wir kommen zu den 4,5-Sterne-Büchern, also den Büchern, die es fast geschafft haben, mein Herz zu klauen. Aber ein kleines bisschen hat dann doch gefehlt. An erster Stelle haben wir hier Die Schatzinsel von Stevenson. Was hatte ich Spaß mit dieser Geschichte? Die klassische Piratengeschichte, die klassische Abenteuergeschichte. Wir begleiten den jungen Jim Hawkins, der sich aufgrund verschiedenster Umstände jetzt in der Situation befindet, auf Schatzsuche gehen zu können. Und natürlich hat nicht nur der Jim vor, diesen Schatz zu finden, sondern andere Menschen haben diesen Schatz bereits ins Auge gefasst. Und auch hier zählt wieder der Grundsatz, dass es völlig egal ist, wie alt ein Buch ist, solange es eine gute Geschichte ist. Es ist eine gute Geschichte und ich hatte sehr viel Spaß mit dieser Geschichte. Dann kommen wir zum ersten Wellback, nämlich Die Möglichkeit einer Insel. Hier haben wir einen sehr dystopischen Roman. Wir starten mit Daniel 1 und landen irgendwann in der Zukunft bei Daniel 21. Und Daniel durchschreitet verschiedene Daseinsformen. Und wir starten aber mit Daniel 1, Anfang der 2000er. Und Daniel 1 ist ein sehr unglücklicher, zwar sehr erfolgreicher, aber sehr unglücklicher junger Mann, der auf der Suche nach der Liebe ist und nie so richtig die Liebe findet. Und wenn er meint, die Liebe gefunden zu haben, ist sie plötzlich weg. Und dann trifft dieser Daniel eben auf die Sekte der Elohim. Und die Elohim meinen eben, einen Schlüssel gefunden zu haben, eine Wissenschaft gefunden zu haben, mit der es eben möglich ist, sich selbst immer wieder selbst zu klonen, selbst zu gebären, also dass man immer wieder selbst auf die Welt kommt. Und wir lesen auch aus verschiedenen Perspektiven von Daniel 1 bis Daniel 21 und bekommen irgendwie so mit, dass jede der Daseinsformen oder Daseinszustände und Daseinsarten so seine Vorteile, aber auch seine Nachteile hat. Und im Endeffekt geht es irgendwie darum, dass selbst wenn der Mensch meint, er hat irgendwie das erreicht, womit er den Tod überlisten kann,
so als großes Ziel der Menschheit, den Tod zu überlisten, dann schaffen wir alles. So bleibt der Mensch doch irgendwie doch einsam. Und das finde ich immer so herausragend bei Welbeck, dass hinter all seinen Protagonisten, so dumm sie auch sein mögen und so blöd man sie auch findet und so ekelhaft man sie findet und so unsympathisch sie auch sind, all diese Protagonisten haben so eine unfassbare Einsamkeit in sich und sind so traurig. Ein paar Punkte musste ich hier abziehen, weil es eben sehr komplex ist und die Hinführung zu dem Thema ja sehr ausschweifend erzählt wurde. Deswegen war das jetzt nicht mein liebster Welbeck, aber die Botschaft, die hier drin steckt und all die Gedanken, die hier drin stecken und all die Dinge, mit denen Welbeck ein paar Mal um die Ecke gedacht hat, das war hier echt viel, das verpackt wurde. Aber das hat der Geschichte auch nicht so gut getan, dass hier so viel verpackt wurde. Wohin ich immer gehe, von Nadine Schneider. Wir haben hier Johannes, der die Donau durchschwimmt, um aus dem kommunistisch-diktatorischen Rumänien zu fliehen. Er schafft es tatsächlich nach Deutschland und kann sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen. Dann flattert irgendwann ein Brief von seiner Mutter in seinen Briefkasten. Sein Vater ist verstorben und nun sieht er sich eben gezwungen, wieder nach Rumänien zu reisen. Das Ganze konfrontiert ihn natürlich mit all dem, was er in Rumänien hinter sich gelassen hat. Und das Ganze konfrontiert ihn natürlich mit der Frage, was eigentlich aus seinem Freund David geworden ist, denn eigentlich wollten er und David gemeinsam die Donau durchschwimmen. Ich liebe, wie Nadine Schneider schreibt, ich liebe die Thematik, über die sie schreibt und ich liebe, dass sie die Zerrissenheit und die Verlorenheit der Menschen zu dieser Zeit einfach so wunderbar beschreiben kann. Ein paar Abzüge gab es wegen der Zerrissenheit der Geschichte. Also Nadine Schneider schreibt die Geschichte in Fragmenten und Rückblicken und es tut meiner Meinung nach dem Erzählstrang nicht immer besonders gut, aber nichtsdestotrotz war das ein Werk, das ich so, so gern gelesen habe und das ist einfach das, was mich literarisch einfach sehr bewegt. Wir kommen zu meinem geliebten Arno Schmidt mit Brands Heide. Wir befinden uns hier im Nachkriegsdeutschland. Wir haben unseren Offizier Schmidt, der aus Kriegsgefangenschaft entlassen wird und jetzt eben in einem niedersächsischen Dorf ankommt und dort eben sich eine Existenz aufbauen will. In diesem niedersächsischen Dorf trifft er dann auf schlesische Flüchtlinge, ein Geschwisterpaar und er verliebt sich auch in eine der beiden Damen. Es ist nicht leicht zu der Zeit in Deutschland als ehemaliger Soldat und als schlesische Flüchtlinge, deswegen helfen die drei einander, wie sie nur können und es entsteht eine wunderbare Freundschaft zwischen den dreien. Aber natürlich, die Zeiten sind hart und jeder muss gucken, dass man selbst vorankommt. Auch das hier ist, wie man es von Arno Schmidt gewohnt ist, hochkomplex, aber das behandelt eben Themen, wo ich für mich das Gefühl habe, die Komplexität lohnt sich auch. Also die Themen, die behandelt werden, sind schwer. Sie ergreifen einem, sie machen was mit einem. Und ich finde, Arno Schmidt hat es einfach so wunderbar hinbekommen, klarzumachen, wie die Zeiten damals waren. Es hört sich absurd an, aber ich liebe Arno Schmidt, auch wenn ich nicht alles verstehe. Und ich liebe einfach seine Komplexität. Und ich liebe einfach, dass er wie keiner schreibt. Und ich liebe es vor allem, wenn er solche schweren Themen aufnimmt. Und dann habe ich außerhalb meiner Komfortzone von Robert Corvus Sternenbrücke gelesen. Ich habe zu dem Buch gegriffen, weil ich noch nicht wirklich einen Science-Fiction-Roman gelesen hatte. Und ich dachte, was gibt es Besseres, als einen Science-Fiction-Roman zu lesen von jemandem, den ich schon kenne, nämlich Robert Corvus. Der gleiche, der mit Bernard Henn eben die Phileas-Fernsaga schreibt. Also habe ich den Roman gelesen und ich hatte so viel Spaß. Wir haben hier Jul und das Raumschiff seiner Frau ist bei der Detonation einer Sternenbrücke im Hyperraum verloren gegangen. Und Jul hat jetzt die Möglichkeit, beim Aufbau dieser Sternenbrücke mitzuwirken. Er soll Teil der Mannschaft werden, die sich zu dieser Sternenbrücke hinbegibt, um diese wieder aufzubauen. Und als sie an der Sternenbrücke aber ankommen, sind die Dinge ein bisschen anders, als man gedacht hat. Wir haben hier eine Welt, die von Megakonzernen beherrscht wird und in der Menschen die Sklaven von diesen Konzernen sind und in der es Menschen nur zu etwas bringen können, wenn sie eben diesen Konzernen untertan sind. Und dann wird man eben konfrontiert mit dem Gedanken, was wäre, wenn es Menschen gäbe, die sich gegen diese Konzerne erheben und was wäre, wenn die Menschen selbst entscheiden könnten, wie sie leben wollen.
Und wie wird sich denn das Ganze denn dann abspielen? Wie würden Ressourcen verteilt werden? Wer hätte welches Recht auf was? Und hier waren einfach ein paar sehr interessante gesellschaftliche Fragen drinnen, ein paar sehr interessante moralische Fragen drin. Und hier hat man eben die Frage, welchen Tod stirbt man denn jetzt lieber? Einen Tod muss man sterben. Es gibt ja nicht die perfekte Welt, oder gibt es sie doch? Sternenbrücke habe ich auch zusammen mit Jenny von Letters on Life gelesen. Und dieser Roman hat sich einfach wunderbar für ein Buddy Read geeignet, weil es hier eben ein paar Themen gab, wo man hin und her diskutieren konnte, wo man sich eben fragen konnte, für was hätte ich mich entschieden, und wo man sich eben fragen konnte, was ist nun besser für die Menschheit? Ich kann das vor allem auch Menschen empfehlen, die nicht so die Science-Fiction-Leser sind. Ich bin ja auch nicht der begnadetste Science-Fiction-Leser, aber nichtsdestotrotz kann ich sagen, dass das einfach ein Buch war, mit dem ich einfach sehr viel Spaß hatte, das mich sehr gut unterhalten hat und das trotzdem noch ein bisschen so moralischen Input hatte. Bei den 4,5-Sterne-Büchern findet sich auch von Genghis Aitmatov Der weiße Dampfer wieder. Eigentlich findet sich's bei den 4,5-Sterne-Büchern wieder, aber das ist eins der Bücher, die ich im Nachhinein hochstufen muss auf 5 Sterne, weil dieses Buch mich einfach nicht mehr losgelassen hat, seitdem ich es gelesen habe. Deswegen kommt dieses Buch nochmal bei den 5-Sterne-Büchern. Dann las ich von Sang-Yang Park Love in the Big City. Wir haben einen sehr modernen, sehr schnelllebigen, sehr bunten Roman, der in der Großstadt Seoul spielt. Unser junger Protagonist erzählt uns in 4 Teilen über die verschiedenen Arten der Liebe, die man in der Stadt trifft, und die verschiedenen Formen der Liebe und die verschiedenen Gesichter, in denen sich die Liebe zeigen kann. Es ist vor allem ein Roman für all diejenigen, die sich so wie ich durch den K-Pop in Südkorea verliebt haben. Es ist ein Roman, in dem man Südkorea deutlich spürt, in dem man Seoul spürt, in dem man diese Rastlosigkeit und diese Ruhelosigkeit dieser Stadt spürt. Und es ist wirklich ein Roman, der sehr am Puls dieser Stadt ist. Es hat mich trotzdem sehr verwundert, wie viel Tragik jedoch in diesem Roman steckt. Vor allem die Beziehung zu seiner Mutter ist so krisengeschüttelt und eigentlich so mit Unausgesprochenem beladen, aber trotzdem hat mich Sang-Yang Park mit all dem, was er hier reingepackt hat, begeistert. Man darf bloß nicht denken, dass das ja ein Liebesroman ist. Das ist sehr weit von einem Liebesroman. Es ist ein sehr moderner Liebesroman, wenn dann, aber es geht eben um so viele Dinge, die um die Liebe herum eben noch passieren und nicht nur um die Liebe. Wir kommen zu Shibasaki Tomokas Frühlingsgarten. Wenn ich an dieses Buch denke, denke ich an den einzigartigen Stil dieser Autorin. Das ist für mich, ich weiß, es hört sich blöd an, aber das ist für mich so typisch japanisch, aber so typisch japanisch, wie ich es liebe. Im Prinzip haben wir hier 2 Nachbarn, einen Mann und eine Frau, die beide eine Faszination für ein Häuschen in ihrer näheren Umgebung entwickeln. Also irgendwo in der näheren Umgebung steht ein Häuschen und die beiden bestaunen irgendwie dieses Häuschen. Das hört sich jetzt so nichtssagend an und im Prinzip passiert in dem Buch auch nicht viel, aber es geht zwischen den Zeilen geht es um so viel mehr in dem Buch. Es geht darum, wie die Dinge alle irgendwie zusammenhängen. Es geht um die Vergänglichkeit der Dinge. Es geht darum, dass die Vergänglichkeit des einen dann zu dem Neuentstehen von was anderen führt. Es geht um so viel, Leute. Und das finde ich so faszinierend, wenn man so ein Werk gelesen hat und irgendwie gar nicht sagen kann, um was es genau geht, aber trotzdem hat dieses Werk so viel mit einem gemacht, ohne dass man sagen könnte, es war das, es war das, es war das. Ich finde einfach, hier steckt zwischen den Zeilen immer wieder so viel und die Autorin hat einfach so eine zarte Sprache, die ich so sehr geliebt habe. Und niemals werde ich vergessen, wie sie es hingekriegt hat, Perspektivwechsel im fließenden Text einfach zu machen, ohne dass man es merken würde. Und hinterher denkt man, habe ich gerade die Perspektive gewechselt? Für mich ist es wirklich ein Buch, das irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal hat, weil ich kenne keins, das ich so schwer beschreiben kann, und ich kenne keins, bei dem aber so viel mehr drinsteckte. Dieses Buch lebt von seiner Symbolik, also wenn man nicht selbst gewillt ist, ein paar Schritte auf das Buch zuzugehen, hat man das Buch gelesen und denkt sich hinterher, ja und jetzt. Aber wenn man eben gewillt ist, ein bisschen was in die Symbolik hinein zu interpretieren, wenn man gewillt ist, ein bisschen was in die Szenen einzufühlen, einzudenken, dann wird es hier ein ganz wunderbares Buch. Wir kommen endlich mal zu einem Liebesroman, Leute, nämlich von André Aciman,
AC Man, nenn mir einen Menschen, der selbstbewusst seinen Namen aussprechen kann. Ich kenne keinen. Auf jeden Fall, Call Me By Your Name. Die einen lieben das Buch und hassen den Film. Die anderen lieben den Film und hassen das Buch. Ich habe zuerst das Buch gelesen, dann den Film geschaut. Ich liebe das Buch, ich mag den Film. Also für mich hat beides zueinander gepasst. Ich habe jetzt nichts im Buch entdeckt, was ich nicht im Film gesehen hätte. Und ich habe nichts im Film gesehen, was ich nicht im Buch gesehen hätte, gelesen hätte. Alles gut. Wir haben hier Egli und Oliver und eine zarte junge Sommerliebe zu einer Zeit, als eine so zarte junge Sommerliebe eben nicht hat sein dürfen. Es geht hier nicht, ja, um eine vernünftige Liebe. Es geht hier nicht darum, dass zwei Erwachsene vernünftig miteinander daten und Gespräche führen, sondern es geht um eine sehr junge Liebe, eine sehr wilde Liebe. Und es war für mich wirklich eine Überraschung. Dieses Buch war wirklich eine Überraschung, vor allem, weil ich monatelang wollte ich einfach nach Italien. Und ich habe die ganze Zeit diese eine Playlist auf Spotify gehört und ich war monatelang im Zauber von Italien gefangen. Und es ist einfach das Wunderbarste, wenn ein Buch einem monatelang so einen Zauber geben kann und so diesen Zauber dieser Liebesgeschichte mitgeben kann. Deswegen hat dieses Buch einfach einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Es ist nicht your typical love story, aber ich mag ja auch nicht your typical love story. Yomoto Kazumi ist am Ende des Sommers. Wir haben einen japanischen Jugendroman und wir haben drei Freunde. Bei einem der drei Freunde verstirbt die Großmutter und es ist so der initiale Punkt, wo sich die drei fragen, wie ist denn das eigentlich, wenn man tot ist? Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben sie sich einen älteren Mann in der Nachbarschaft ausgesucht, den sie jetzt nun eben heimlich beobachten wollen, um eben herauszufinden, wie es eben so ist, wenn man bald stirbt oder wie es eben so ist, wenn man dann stirbt. Das Ganze kommt natürlich ein bisschen anders, als die drei sich vorgestellt haben. Aber ich muss sagen, dass dieses Buch, so wie ich es niemals erwartet habe, richtig tiefgründig war. Dass es eine wunderbare Sprache hatte. Ich habe so eine wunderbare Sprache nicht bei einem Jugendbuch erwartet und trotzdem war es so passend für ein Jugendbuch. Es war für mich eines der besten Jugendbücher, die ich jemals gelesen habe. Vor allem, weil es im Endeffekt dann auch viel um Trauer geht, um Loslassen geht, aber auch darum geht, dass man auch einfach traurig sein darf. Darf man auch einfach. Und vor allem die Worte, mit denen hier Trauer beschrieben wurde und wie man sich eben fühlt, wenn man trauert. Das war für mich einfach so passend und so gut getroffen. Ich bin so begeistert von diesem Buch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ein Jugendbuch ist, herausragend. Und dann habe ich es noch im Sommer gelesen, deswegen hat ja einfach alles gepasst. Dann las ich von meinem allerliebsten Haldor Laxness Sein eigener Herr. Wir haben hier Beator und Beator werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Beator ist ein junger Bauer auf Island und Beator hat den einzig wahren Traum, sein eigener Herr zu sein. Und das möchte er sein, indem er eben seinen eigenen Hof hat und das, was er isst und das, was er braucht, eben selbst erwirtschaftet. Und er möchte von niemandem abhängig sein. Und so begleiten wir Beator und seine Familie durch die Jahre hindurch und machen sehr gute, aber auch sehr schlechte Erlebnisse mit Beator durch. Und es wird eben immer schwieriger, seinen Prinzipien treu zu bleiben. Und Beator muss eben feststellen, dass seinen Prinzipien treu zu bleiben manchmal eben auch heißt, gewisse Opfer zu bringen und diese Opfer haben es wirklich in sich. Also mit Beator möchte ich nicht wirklich tauschen, aber trotzdem gab es hier so viele Momente, in denen man Beator einfach nur schütteln wollte und ihn rütteln wollte und sagen wollte, Beator, wir brauchen dich jetzt hier und wir brauchen dich und nicht deine Prinzipien. Und ich muss trotzdem sagen, dass Beator für mich einer der imprägnantesten und scharf gezeichnetesten Charaktere ist, die mir jemals untergelaufen ist. Natürlich kann man auch sagen, ich war auch einfach sehr, sehr lang mit Beator unterwegs, aber ich werde seine Geschichte einfach niemals vergessen und ich werde niemals vergessen, wie Haldor Laxness einfach mit diesem romantisierten Bauernleben komplett aufgeräumt hat und klargestellt hat, dass das Bauernleben eben nicht immer nur Schafe auf der Weide beobachten und abends was Schönes häkeln ist, sondern dass das Bauernleben eben wirklich hart war. Könnt ihr es glauben? Dann kommen wir jetzt zu den 5-Sterne-Büchern. Die Bücher, wo ich sage, vom Feinsten. Die Bücher, die mein Herz geklaut haben,
die Bücher, die es für mich einfach dieses Jahr zu den absoluten Highlights geschafft haben. Und bei den 5-Sterne-Büchern treffen wir wieder auf Genghis Aitmatovs Der weiße Dampfer. Wir befinden uns hier in den Bergen Kirgisistans und wir begleiten einen kleinen Waisenjungen, der bei seinem Großvater wohnt und von diesem großgezogen wird. In der Nähe wohnt noch sein Onkel Oroskul, der gleichzeitig Forstaufseher ist, aber dieser Onkel Oroskul ist sehr unangenehm und der Onkel Oroskul verspottet den Kleinen auch eher und dieser Onkel ist auch sehr gewalttätig. Der kleine Junge lebt sehr einsam und sehr für sich und er spricht mit Gegenständen und malt sich seine Welt so, wie er sie gerne hätte in seinem Kopf und er träumt eben zum Beispiel davon, ein Fisch zu sein und durch den See zu schwimmen, um dann eben bei diesem weißen Dampfer anzukommen, wo er eben meint, dass sein Vater als Matrose auf diesem weißen Dampfer arbeitet. Dieses Werk lebt natürlich auch von der Kultur, die uns Genghis Aitmatov hier näher bringt, von den Sagen und Mythen und von der starken Symbolik, die er hier mit eingewoben hat. Und der ganz große Punkt bei diesem Buch ist einfach das Ende. Dieser eine Punkt, wo alle Fäden zusammenlaufen, dieser eine Punkt, bei dem man sprachlos dasteht und sich denkt, wie konnte er das tun? Wieso hat Aitmatov das so geschrieben? Dieser eine Punkt, auf dem man nicht klarkommt. Dieses Ende ist wirklich eines der tragischsten Enden, die ich jemals gelesen habe, aber zugleich auch eines der besten Enden, die ich jemals gelesen habe. Als ich das Buch beendet habe, war ich, glaube ich, noch nicht bereit für das Ende. Und deswegen hat es so lange gebraucht, bis ich all das, was das Ende bedeutet hat, wirklich verstanden habe und bis ich die Wucht dieses Werkes wirklich verinnerlicht habe. Diese Tragik, die sich hier am Ende vollzieht, die zwingt einen eben dazu, alles zu überdenken. Und auf dieses Werk bin ich ja durch Max vom Kanal Kain und Abel gestoßen. Er hatte es gelesen und war so verliebt in dieses Buch. Und dann las ich es auch und ich bin im Endeffekt jetzt so froh, dass ich dieses Werk mit all seiner Wucht verstehen konnte. Wir kommen zum ersten Buch von David Mitchell, das ich las und das ist Die 1000 Herbste des Jakob de Süd oder wie ich klassisch sage, de Zöd. Wir befinden uns hier im Jahre 1799 auf Dejima. Dejima ist eine künstlich aufgeschüttete Insel vor Nagasaki und das ist der einzige Ort, an dem fremdländische Schiffe an einem japanischen Hafen andocken können. Es gibt keinen anderen Ort, wo Handel zwischen Japan und der Außenwelt vollzogen werden darf, außer eben diese künstlich aufgeschüttete Insel Dejima. Und auf dieser Insel haben wir jetzt den Buchhalter Jakob. Jakob möchte eigentlich seinem Schwiegervater in Spe imponieren, indem er eben auf weite Reise geht und Buchhalter für die Vereinigte Ostindische Kompanie wird und eben auf Dejima die Bücher kontrolliert. Das Ganze entwickelt sich dann zu einem historischen Abenteuerroman. Wir haben hier einen ziemlich dicken Klopper, aber ich muss sagen, für jemanden, der Japan liebt, für jemanden, der auch gern ins alte Japan eintaucht und für jemanden, der David Mitchell liebt, ist das hier genau das Richtige. Ach, was kann David Mitchell eigentlich nicht? Hier war einfach so viel drin. Natürlich haben wir einmal diese Sonderposition von Dejima, das politisch eben so eine große Besonderheit ist, weil in Dejima herrschen die Regeln der Japaner, aber die Ausländer dürfen sich eben auf Dejima aufhalten. Und dann gibt es eine kleine Brücke, die nach Nagasaki führt. Und in Nagasaki ist eben das richtige Japan. Und an dem Buch wird eben klar, wie anders Japan damals eben war. Aber David Mitchell macht es eben nicht so, dass man denkt, guck, die verrückten Japaner, sondern David Mitchell macht es eben auf eine sehr wertschätzende Art und Weise und macht eben klar, warum die Japaner so waren. Denn schließlich gibt es auch genügend Länder, die negative Erfahrungen damit gemacht haben, kolonialisiert zu werden oder eben Handel mit den Niederländern oder den sonstigen Völkern zu betreiben. Deswegen finde ich, hat David Mitchell eine wunderbare, wertschätzende Art gefunden, über die Eigenheit der Japaner zu schreiben und gleichzeitig auch einfach ein wunderbares Setting für so eine Abenteuergeschichte gefunden. Dieses ganze Exotische, dieses ganze Besondere, dieses ganze Abtauchen in eine ferne Welt, das hat dieses Buch einfach zu einem so großen Abenteuer gemacht. Ich habe das so arg geliebt. Ich weiß, vielen sind das hier zu viele Protagonisten und vielen ist das hier zu viel Heckmeck, aber
Das war einfach so eine Geschichte, wo ich abtauchen konnte. Und mir war klar, ich werde nicht durch dieses Buch hindurchrennen, sondern ich werde hier lange mit Jakob unterwegs sein. Aber das wollte ich auch. Also für jeden, der Japan liebt und für jeden, der ein bisschen länger in dem Buch verweilen kann, kann ich dieses Buch wirklich nur empfehlen. Ich habe wirklich eine Welt entdeckt, die ich noch keinem Buch entdecken konnte. Und deswegen bin ich David Mitchell einfach sehr dankbar. Ein ganz großes Lesehighlight war für mich dieses Jahr Michelle Houellebecqs Vernichten. Es geht bei diesem Buch nicht unbedingt um das, was auf dem Klappentext steht. Vom Klappentext weiß man ja, dass kurz vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich ein Video im Internet auftaucht, das die Hinrichtung des Präsidentschaftskandidaten zeigt. Und das Interessante an diesem Video ist, dass es gefälscht ist, aber es ist eben so gut gefälscht, dass man eben nicht weiß, wie diese Fälscher es hinbekommen haben. Das ist der Aufhänger. Und wenn man das als Aufhänger hat und dann eben denkt, es würde sich irgendwie in die Richtung Politthriller entwickeln, dann ist man hier komplett auf der falschen Spur. Michelle Houellebecq zeigt uns den zeitgenössischen, im mittleren Alter befindlichen Mann in Frankreich, der sehr viel Kohle hat, eine sehr wichtige Position in der Regierung hat, der eine sehr gute Wohnung in Paris hat, der eine Frau hat, mit der er nicht mehr wirklich spricht, aber der von außen eben all das hat, was man heutzutage so erstrebenswert finden würde. Und er lässt uns erst so von Weitem auf diesen Mann drauf gucken und auf diese Geschehnisse, die gerade so in Paris passieren und all die Dinge, mit denen dieser Mann eben zurzeit involviert ist. Und dann gibt es ein paar Ereignisse im Leben dieses Mannes, Paul, und je mehr passiert um Paul herum, desto mehr zentriert Houellebecq auf Paul und sein Leben. Und je näher wir Paul kommen, desto unwichtiger werden eben all diese lärmenden Faktoren um Paul herum. Und desto deutlicher wird eben, was eigentlich wichtig ist im Leben. Wenn man von einem Thriller ausgeht, kann ich verstehen, dass man etwas enttäuscht ist. Aber wenn man Houellebecq kennt, weiß man, dass nicht unbedingt drin ist, was draufsteht. Ja, in Pauls Leben passieren eben einige Dinge, die dazu führen, dass manche Dinge eben keine Bedeutung mehr für ihn haben, dass diese eben in Vergessenheit geraten, dass diese eben in der Prioritätenliste ganz nach hinten rutschen. Und das macht Houellebecq eben in diesem Roman. Er zeigt eben deutlich, und an der Stelle zitiere ich gerne Thomas Bernhard, der sagte, es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt. Und das macht Houellebecq mit seinem Paul hier eben deutlich. Er zeigt eben deutlich, wie sich dann alles auf das Nötigste im Leben fokussiert und wie sich dann alles auf das fokussiert, worauf es im Leben ankommt. Wolfgang M. Schmidt sagte ja, dass die letzten Seiten von Vernichten das Beste sind, was Houellebecq jemals geschrieben hat. Ich kann mitgehen, aber ich kann auch komplett mitgehen, dass das einfach das Beste ist, was ich von Houellebecq jemals gelesen habe. Das Buch steht so für sich alleine wie sonst nichts in meinem Leben. Das nimmt einen eben zuerst so ein bisschen auf die Schippe mit diesen Terrorismusaktivitäten und diesem politischen Gedöns, dass da so aufgeblasen wird. Und es geht auch eine gute Zeit lang darum, aber im Endeffekt schmeißt uns Houellebecq dann so auf den innersten Kern der Menschheit zurück und wirft uns so in uns selbst zurück, dass wir uns dann fragen, um was geht's denn hier überhaupt? Und dann wird uns klar, es geht eigentlich um so wenig. Es ist eigentlich so wenig in unserem Leben, was wirklich zählt und worauf es wirklich ankommt. Das war für mich einfach grandios. Das war ein Leseerlebnis, das ich einfach so sehr genossen habe. Und es war einfach ein Buch, das ich in jeder seiner Facette genießen konnte und wo ich in jeder seiner Facetten auch mitgehen konnte und einfach so nachfühlen konnte, wieso Houellebecq so entschieden hat und wieso Houellebecq diesen Roman so gemacht hat. Wir kommen zu Thomas Bernhards Wald, Hochwald, Holzfällen. Ein grandioses Werk meines allerliebsten Thomas Bernhards. Wir haben hier ein alter Ego von Thomas Bernhard, der eben einer Einladung der Auersbergers nachgekommen ist und nun eben bei denen im Wohnzimmer auf dem Ohrensessel sitzend seine Zeit verbringt. Und während er so im Ohrensessel sitzt, kommen ihm allerlei Gedanken und er reflektiert den Abend und reflektiert die Beziehung, die er zu diesen Menschen vor Ort hat, und er, ja, wie man es eben kennt von Thomas Bernhard, er steigert sich sehr in alles hinein
Und es war im Endeffekt eine große Abrechnung mit dem Thema Wien, mit allem, was Thomas Bernhard in Wien gefunden hat, mit allem, was Thomas Bernhard in Wien verloren hat. Und er hat vor allem klargemacht, wie es doch die Menschen sind, die wir manchmal so sehr hassen, die uns dann aber doch am meisten geprägt haben und denen wir dann vielleicht doch ein bisschen dankbar sein müssten, wie wir nicht auslöschen können, dass gewisse Menschen Teil unseres Lebens waren und wie wir nicht auslöschen können, dass diese Menschen dann irgendwie Teil von uns sind, so ungern wir das auch sagen. Aber das Ganze eben in diesem typischen Thomas Bernhardschen Schreibstil, in dem man einfach mitgerissen wird, ohne jegliche Absätze, ohne jegliche Kapitel. Und auch hier wieder die Auseinandersetzung mit dem, was den Menschen ausmacht und dem, was man eigentlich so sehr hasst, aber dem, was man dann im Endeffekt doch einfach nur ist als Mensch. Ein weiteres Fünf-Sterne-Buch ist von Sayaka Murata, Die Ladenhüterin, ein Werk, das sich nicht wirklich sprachlich abhebt, aber mit seiner Gesellschaftskritik einfach so eine Wucht hatte. Es ist vor allem eine Parabel darüber, wie die Gesellschaft mit Menschen umgeht, die nicht in eine vorgefertigte Form passen und die sich ein bisschen anders als andere verhalten und die eben ein bisschen rausstechen zwischen den anderen Menschen und was diese Reaktionen und was diese Erwartungen der Gesellschaft dann mit diesem Menschen machen, der nicht ganz in die Schablone passt. Das Ganze macht sich hier an Keiko klar. Keiko ist Mitarbeiterin in einem Konbini, das sind kleine Supermärkte in Japan. Und Keiko lässt sich eben nicht in eine vorgefertigte Schablone pressen. Sie möchte einfach nur in Ruhe in ihrem Konbini arbeiten. Aber irgendwann kann sie diesem Druck der Gesellschaft nicht mehr standhalten und versucht eben, den Erwartungen der Gesellschaft gerecht zu werden. Es gibt viele, die dieses Buch hassen. Ich habe dieses Buch einfach so sehr geliebt, weil es mir so aus der Seele geschrien hat. Und gerade diese Menschen, die sagen, was ist denn los mit Keiko? Warum macht denn Keiko nichts? Warum ist denn Keiko so? Das ist ja genau das, weil Keiko so ist. Keiko ist so, weil Keiko so ist. Und das ist eben das, womit Sayaka Murata gespielt hat. Und sie hat eben sehr viele kleine Hebel hier in Bewegung gesetzt, die das für mich eben zu einem gesellschaftskritischen Gesamtkunstwerk gemacht haben, das nicht mal eine sprachliche Raffinesse braucht, sondern einfach nur für sich stehen kann. Wenn ich dieses Buch sehe, geht mir einfach immer mein Herz auf und das ist von Albert de Cespedes, das verbotene Notizbuch. Wir befinden uns in den 1950er Jahren in Rom. Und wir haben hier Valeria. Valeria möchte eigentlich nur kurz sonntags ihrem Mann Zigaretten kaufen gehen am Kiosk. Und da entdeckt sie dieses kleine Notizbuch, das sie dann mitnimmt. Zu Hause angekommen, sucht sie irgendwie einen Ort für dieses kleine Notizbüchlein, das sie jetzt ihr eigen nennen kann. Aber irgendwie findet sie in der kleinen Wohnung, wo sie mit ihrem Mann und den zwei Kindern lebt, keinen Platz für dieses Notizbuch. Diese eine Eingangsszene wird schon das Hauptthema für die nächsten Szenen. Valeria merkt eben, dass sie in ihrem Leben am wenigsten Platz hat. Und durch das Aufschreiben ihrer Gedanken, durch das Tagebuchführen in diesem Notizbuch wird ihr eben klar, wer sie überhaupt ist und was sie überhaupt in ihrem Leben für eine Rolle spielt. Durch das Aufschreiben wird vieles, was im Alltag einfach passiert, Valeria erst bewusst. Ihr werden viele kleine Mechanismen bewusst, durch die ihr die Möglichkeit genommen wird, irgendwie ein selbstständiger Mensch zu sein oder ein Mensch zu sein, der ab und zu mal nach sich guckt. Valeria hat sich ihr Leben lang für die Kinder und ihren Mann aufgeopfert und jetzt steht sie eben da und merkt, ich habe irgendwie nie an mich gedacht. Ich habe irgendwie nie gemacht, was ich wollte. Und dann ist sie auch noch mit ihrer Tochter konfrontiert, die einer neuen Generation angehört, die eben sehr viel für sich machen will und nicht unbedingt Mutter und Hausfrau werden will. Und auch wenn wir uns hier 1950 in Rom befinden, habe ich mich einfach in so vielem wiedergefunden und ich habe so mit Valeria mitgelitten und ich habe ihr einfach gewünscht, dass sie ihren Weg gehen kann und es tat mir so leid um all die Jahre, in denen sie nicht gemerkt hat, wie gefangen sie ist. Man kann es vielleicht ein emanzipatorisches Werk nennen, aber ich möchte es nicht so nennen. Es geht einfach um eine Frau, die plötzlich merkt, dass sie irgendwas für sich im Leben tun muss und tun will. Und durch dieses irgendwas wollen entstehen natürlich sehr viele Konflikte in der Familie. Sie streitet immer wieder mit ihrer Tochter, sie streitet immer wieder mit ihrem Mann. Sie sucht irgendwas in ihrem Leben und ist ein bisschen rastlos geworden. Und all das packt Albert de Cespedes eben in eine wunderbare Sprache, die zwar
diesen Tagebucheinträgen von Valera gerecht wird. Aber trotzdem war das so nachvollziehbar und ich habe das einfach so arg gespürt, wie es Valera hier geht. Und auch das nächste Buch war einfach ein Lebenshighlight für mich, nämlich Stefan Zweigs Ungeduld des Herzens. Und in Ungeduld des Herzens geht es einfach darum, wie das Mitleid zu anderen Menschen die Seele zerfressen kann. Wir haben den jungen österreichischen Leutnant Anton Hofmiller und der ist zu einer Abendgesellschaft beim Großgrundbesitzer Kekesch Fallwar geladen. Und er kommt etwas verspätet zu dieser Abendgesellschaft und man tanzt. Und der Anton ist in freudiger Stimmung und er fragt eben die Tochter des Kekesch Fallwars, ob sie nicht tanzen möchte. Die Tochter bricht in Tränen aus und da wird dem Anton klar, dass die Beine der jungen Dame gelähmt sind. Natürlich ist das eine sehr peinliche Situation und der Anton flieht. Am nächsten Tag ist ihm die ganze Sache natürlich noch peinlicher und er entscheidet sich eben, dieser jungen Dame einen Blumenstrauß zu schicken. Und aus diesem Blumenstrauß entwickeln sich dann mehrere Treffen, mehrere Begegnungen. Und unser Anton wird in die Familie Kekesch Fallwar involviert. Und dieses ganze soziale Konstrukt, das sich da entwickelt, das wird immer undurchschaubarer. Aber irgendwann fühlt sich unser Anton der Familie Kekesch Fallwar eben sehr verpflichtet. Es ist auf der einen Seite eine sehr menschliche Geschichte, es ist auf der anderen Seite eine fast unerträgliche Geschichte. Es ist eine Geschichte, bei der man gar nicht weiß, wen man schütteln möchte, wem man jetzt sagen möchte, hör jetzt auf damit. Weil irgendwie ist jeder nur Opfer seiner sozialen Ansprüche an sich selbst. Man will ja nicht ungehobelt sein und man möchte ja nicht unhöflich sein und man möchte nicht dem anderen zu nahe treten. Und auf der anderen Seite hat man ja Mitleid mit dem anderen und auf der anderen Seite heißt es ja nicht, dass man dann auf ewig für immer verpflichtet ist. Und mit diesen ganzen sozialen Erwartungen, die man an sich selbst hat und dem Wunschbild von sich selbst, das man hat, mit dem spielt hier Stefan Zweig einfach durchgehend. Es geht immer darum, wer was von wem erwartet und wer erwartet jetzt vielleicht das Falsche. Und das Ganze ist einfach so klug umgesetzt und das Ganze steigert sich auf eine Ebene, wo man nicht mehr nachvollziehen kann, wie unser Anton jetzt da rauskommen könnte oder wie das Ganze jetzt noch ein gutes Ende nehmen könnte. Das Ganze schaukelt sich einfach immer weiter hoch dadurch, dass jeder irgendwie die falschen Erwartungen hat. Deswegen eben so ein menschliches Buch, weil es so menschlich ist, falsche Erwartungen zu haben und viel zu große Hoffnungen zu haben und einfach Gutes zu denken und Gutes zu hoffen. Aber Stefan Zweig ist einfach für mich der Großmeister, wenn es um Gefühle geht. Der Großmeister, wenn es ums menschliche Denken, Handeln und Fühlen geht. Wirklich unfassbar schade, dass dies sein einziger Roman geblieben ist. Ganz große Liebe für dieses Werk. Ganz große Liebe für unseren Toni, der sich hier so durchgekämpft hat. Aber dieses soziale Konstrukt und wie Stefan Zweig das eben hat entstehen lassen, das war einfach so raffiniert. Dann kommen wir zu Milena Michiko-Flazar, ich nannte ihn Krawatte. Das ist die Geschichte eines Hikikomori. Hikikomori sind Menschen, die sich über Monate, Jahre in ihrem Zimmer, in ihrer Wohnung einschließen und keinen Kontakt zur Außenwelt haben möchten. Und wir haben hier eben einen Hikikomori, der sich aufgrund eines traumatischen Erlebnisses vor der Welt wegschließt und nichts mehr mit dieser zu tun haben möchte. Und eines Tages geht er aber wieder raus und er geht in den Park und dort trifft er auf einer Parkbank einen Salaryman, also einen Mann, der einen Anzug anhat und offensichtlich irgendwo Büroangestellter ist. Und die beiden treffen sich dann irgendwie jeden Tag um die gleiche Uhrzeit auf dieser Bank. Daraus entwickeln sich sehr spannende Gespräche und unser Hikikomori kommt eben wieder in den Kontakt mit der Außenwelt. Einzigartig war hier der Schreibstil. Milena Michiko-Flazar macht kurze Sätze, wie ich sie liebe, und sehr akzentuiert die kurzen Sätze. Aber im Großen und Ganzen hat sie einfach eine wunderbare Sprache, in die sie dieses besondere Thema packt. Und ich finde vor allem, sie hat dieses besondere Thema sehr respektvoll angepackt und hat einfach klar gemacht, wie es manchmal passieren kann, dass man als Mensch keine Energie mehr für die Außenwelt hat und eben keine
Energie mehr hat, um sich von der Außenwelt verletzen zu lassen. Aber sie hat eben auch sehr authentisch dann erzählt, wie es dann möglich sein kann, dass man wieder an dieser Welt teilhaben möchte. Wir kommen zu Sascha Stanisic Herkunft. Dieses Buch hat mir die Jenny von Letters on Life geschenkt. Sie hatte einen sehr guten Riecher, denn dieses Buch war einfach alles, was ich von diesem Buch erwartet habe. Es geht hier um die Kindheit, Jugend, um die Vergangenheit des Autoren selber. Es geht hier um seine Kindheit in Jugoslawien und wie dann eben der Bosnienkrieg ausbricht und seine Heimat, die er eben kannte, so nicht mehr existiert. Es geht vor allem um die Konfrontation mit der alten Heimat und was eben noch von der alten Heimat da ist und was man eben macht, wenn es diese Heimat eben nicht mehr gibt. Und es freut mich eben immer wieder, dass dieses Heimatthema in verschiedensten Generationen, in verschiedensten Nationen immer wieder aufgegriffen werden kann, aber dass sich Menschen mit den Gedanken, die der Autor dann formuliert, eben so identifizieren können, obwohl die Geschichten dann doch so unterschiedlich sind. Es war auch einfach eine sehr tragisch süße Geschichte. Er hat sehr viel Humor hier mit eingewoben, ohne lustig sein zu wollen. Er hat einfach den gewissen Charme, um die Dinge, die er erzählt, so humoristisch erzählen zu können. Er hat eben auch, und das fand ich sehr schön, klargemacht, in wie vielen anderen Wörtern, in wie vielen anderen Dingen sich Heimat noch verstecken kann. Dass Heimat nicht immer dieses starre Bild des alten Hauses ist, das man irgendwo verlassen hat und nie mehr hingekehrt ist, sondern dass Heimat eben so viel mehr sein kann und in so vielen mehr stecken kann, als eben nur in diesem Foto von diesem alten Haus, zu dem er nicht mehr zurückgekehrt ist. Und das dritte Buch von Welbeck, das ich dieses Jahr gelesen habe, ist Serotonin. Hier haben wir einen 46-jährigen, schwer depressiven Protagonisten. Und dieser Protagonist erzählt uns von seinem Leben, von all dem, was gut gelaufen ist und was schief gelaufen ist und von seinem Leben mit dieser Krankheit und vor allem, wie er sich jetzt nun fühlt, da er Antidepressiva bekommen hat. Das ist kein Roman für schwache Nerven, kein Roman für Menschen, die der Melancholie zugeneigt sind. Es ist ein sehr trauriger Roman und in all diesem, was uns hier unser Protagonist erzählt, steckt sehr viel Verzweiflung und nicht sehr viel Hoffnung. Unser Protagonist sucht irgendwie das Glück im Leben und sucht überall nur einen Funken, einen kleinen Fetzen von diesem Glück, von dem andere Menschen offensichtlich so viel haben. Aber irgendwie weiß er gar nicht, wie man an dieses Glück rankommen könnte. Und vor allem, seitdem er diese Antidepressiva nimmt, hat er irgendwie das Gefühl, sowieso gar nichts mehr fühlen zu können. Weder das Traurige noch das Glückliche. Er hängt irgendwie so belanglos zwischen den Tagen. Welbeck hat all seine Protagonisten mit einer großen Unfähigkeit gesegnet oder bestraft. Aber dieser Protagonist ist auch einfach so unfähig, irgendwie was Wahrhaftes in seinem Leben zu finden oder irgendwie was Wahrhaftes in seinem Leben zu zeugen, herzustellen, zu kreieren. Irgendwas, das seinem Leben irgendwie einen tieferen Sinn gibt. Dazu ist er irgendwie nicht fähig. Aber Welbeck hebt auch den Zeigefinger und zeigt natürlich auf die großen Machthaber in dieser Gesellschaft, die es dem kleinen Menschen eben kaum möglich machen, ein glückliches Leben zu führen, beziehungsweise dass viele Menschen eben gepeinigt sind von diesem System, in dem sie tagtäglich hart arbeiten müssen und immer rotieren müssen und immer weiter funktionieren müssen. Deswegen ist Welbecks Serotonin so viel und irgendwie ist es ein Einzelschicksal, aber irgendwie ist es doch so übertragbar auf so viele Schicksale auf dieser Welt. Es ist ein schweres Buch, es ist ein schwieriges Buch, es ist kein Buch, das sympathisch sein will oder nett sein will oder irgendeine Hoffnung machen will. Es ist einfach ehrlich und rücksichtslos, wie es Welbeck nun mal ist, aber dafür liebe ich ihn einfach sehr. Dann kommen wir zu Thomas Bernhards Beton. Hier haben wir unseren Ich-Erzähler Rudolf, der sehr geplagt ist, denn seine Schwester war erst zu Besuch und das nimmt ihn immer sehr mit, wenn seine Schwester zu Besuch ist. Denn im Grunde muss er ja diese eine Arbeit über Mendelssohn-Bartholdy schreiben, anfangen zu schreiben. Er versucht seit Jahren diese Arbeit über diesen
Komponisten niederzuschreiben und er scheitert aber immer am allerersten Satz. Er hat nicht mal den ersten Satz geschrieben, er muss nur diesen einen Satz schreiben. Aber es gibt eben so viele Dinge, die ihn daran hindern, diesen perfekten ersten Satz zu schreiben. Mal ist es seine Schwester, mal ist es zu kalt, mal ist es zu warm, dann ist es zu hell, ist es zu dunkel. Er muss sich ausruhen, er muss erst ein bisschen Bewegung haben, er muss erst spazieren gehen, dann ist es zu spät, dann ist es zu früh. Er kriegt diesen einen Satz nicht hin. Und dieses Aufhängen an der Außenwelt, das macht unser Protagonist natürlich nur, damit er sich nicht mit seiner Innenwelt befassen muss. Denn wow, es könnte ja sein, dass ich den ersten Satz einfach nicht hinkriege. Nein, es sind immer die Faktoren um mich herum schuld an der Misere. Das ist natürlich hier in typischer Bernhardscher Manier geschrieben. Man wird einfach mitgerissen von Thomas Bernhard und seinen Gedanken und wie Thomas Bernhard sich nun mal aufregen kann. Aber in diesem Werk steckt ganz viel Liebe, so wie in den anderen Werken von Thomas Bernhard auch. In Holzfällen steckt auch ganz viel Liebe. Das ist das Schöne an Thomas Bernhard, dass man eben zwischendurch diese rohe Menschlichkeit erkennt und dieses eine so sehr hassen, weil dieses eine doch das ist, was man so sehr liebt. Und für mich ist das einsteigerfreundlichste Thomas Bernhard Buch, das ich bisher gelesen habe. Also wer mit Thomas Bernhard beginnen möchte, kann hier gerne einsteigen. Ich bin Thomas Bernhard-Fan, ich glaube, ich brauche es nicht sagen. Ich liebe ihn einfach und ich liebe einfach, wie er den menschlichsten Gedanken zu Papier bringen kann und wie er es einfach zulässt, Mensch zu sein und nicht jemand sein, der völlig abgeklärt ist, sondern einfach diese Zerrissenheit in dem Menschen immer klar macht. Dann kommen wir zu der Distelfink von Donnerthart. Donnerthart ist mit diesem Werk für mich in den Autorinnen-Olymp aufgestiegen. Meine Güte, kann diese Frau schreiben. Sie ist eine ganz große Beschreiberin, eine ganz große Autorin, die die Außenwelt und die Art, wie die Welt ist, eben wunderbar in Worte fassen kann. Die Art, wie sie ihre Protagonisten zeichnet, sowas habe ich noch nie kennengelernt. Es kommt einem vor, als wären das wirklich Menschen, die man so treffen könnte. Als wären das Menschen, die atmen. Menschen, von denen man weiß, wie die sind. Menschen, die man halt so kennt, also wirklich nahbare, spürbare Menschen. Wir haben hier Fio Decker, der eines Tages mit seiner Mutter ins Museum geht und dann explodiert eine Bombe. Fio Decker nimmt ein Gemälde mit, nämlich der Distelfink. Und ab dann nimmt sein Leben eine ziemliche Wendung und er wird vom Leben dahin geworfen und dorthin geworfen und an die verschiedensten Orte geworfen. Aber dieses Buch macht einfach so sehr deutlich, dass man in seinem Leben 10, 15 Fehler machen kann, aber dass es auch wichtig ist, den 16. Fehler dann nicht zu machen, sondern dass man beim 16. Mal dann sagt, okay, nein, ich möchte ein anderer Mensch werden, ich möchte vielleicht ein besserer Mensch werden und dass diese Entscheidung immer noch sehr wichtig ist, auch wenn man meint, dass sie gar nicht mehr so wichtig ist nach so vielen Fehlern. Sie hat einfach in so einen dicken Klopper gepackt, dass ein traumatisches Erlebnis einen traumatisieren darf und es einen dann auch beschäftigen darf. Aber dass man ab einem gewissen Punkt dann auch ein eigenverantwortlicher Mensch ist und dass es auf der einen Seite schwierig, dass man dann eigenverantwortlich ist, aber auf der anderen Seite ist es ja ein Geschenk. Schließlich hat man die Verantwortung darüber, welcher Mensch man sein kann und darf und welcher Mensch man sein möchte. In dem Buch steckt so viel und ich habe dieses Buch über alles geliebt und ich liebe Donnerthart über alles, wie sie einfach schreibt, Leute. Ich muss meinen Hut ziehen vor dieser Frau und ich bin einfach so gespannt, wie mir ihre weiteren Werke gefallen werden. Aber der Distelfink hat mich sehr mitgenommen dieses Jahr. Wir kommen zu den zwei letzten Werken. Einmal von Erich Kästner, Der Gang vor die Hunde. Wir befinden uns hier in Deutschland, kurz vor der Machtergreifung der Nazis. Und wir begleiten eben Fabian, der im Alltag gewisse Dinge durchmacht, an denen eben klar wird, was in der Gesellschaft damals schiefgelaufen ist. Es ist eigentlich ein Gesellschaftspanorama, in dem Erich Kästner klar macht, womit die Gesellschaft damals zu kämpfen hatte und welche Mechanismen die Gesellschaft entwickelt hatte, um eben mit diesen Herausforderungen klarzukommen. Aber es ist auch klar, die Gesellschaft kommt nicht sehr gut mit den Herausforderungen klar. Es war sehr viel Unmut in der Bevölkerung, es war sehr viel Armut in der Bevölkerung, es war sehr viel Hoffnungslosigkeit in der Bevölkerung. Und all das spürt man eben auch an unserem Fabian.
Nichtsdestotrotz war das ein Buch für mich, bei dem ich irgendwie nicht so viel erwartet habe und trotzdem so viel bekommen habe und dann so viel mit so einer Wucht ins Gesicht geklatscht bekommen habe. Ich habe einfach so sehr mitgelitten mit unserem Fabian. Hier waren ein paar Dinger drin, die mich einfach völlig überrumpelt haben und die mich sehr mitgenommen haben. Und ich werde dieses Buch mein Leben lang nicht vergessen. Wir kommen zum allerletzten 5-Sterne-Buch, nämlich Min Jin Lees, Ein einfaches Leben. Und so ungern ich den Begriff Familienepos verwende, weil Familienepos doch immer sehr abschreckend wirkt, zumindest bei mir, so ist Ein einfaches Leben ein Familienepos. Wir starten 1910 in den von den Japanern besetzten Korea und begleiten eben eine junge Frau, die nach Japan ausreist und dort eben ihr Leben weiterführen möchte. Und so begleiten wir eben einige Generationen dieser Familie und erfahren eben, was zwischen den Japanern und Koreanern schiefgelaufen ist, was zwischen den Japanern und Koreanern politisch abgelaufen ist, aber vor allem auch, was auf gesellschaftlicher Ebene zwischen den beiden Völkern für Irritationen herrschen. Ich finde, Min Jin Lee hat es einfach gut hinbekommen, aufzuzeigen, was alles passiert ist und welche Auswirkungen das auf diese koreanische Familie in Japan hatte. Und sie hat auf jeden Fall auch gut dargestellt, was das eben mit der Gesellschaft gemacht hat und was das zwischen den Japanern und Koreanern in der Beziehung bedeutet hat. Und so eine Geschichte muss man eben auch erst erzählen können. Und Min Jin Lee konnte die Geschichte einfach erzählen. Deswegen war das für mich einfach ein Highlight dieses Jahr. Könnt ihr es glauben, Leute? Wir haben 90 Bücher besprochen. Ich kann kaum noch einen Satz gerade aussagen. Ihr könnt mich auf jeden Fall wissen lassen, ob ihr eins der besprochenen Bücher auch gelesen habt. Ihr könnt mich wissen lassen, ob ihr meiner Meinung seid. Ihr könnt mich wissen lassen, ob ihr anderer Meinung seid. Aber ihr könnt mich auch wissen lassen, was eure Lesehighlights im Jahr 2022 waren. Dann hoffe ich, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Ciao!